Herzlich willkommen hier zu De Verbum Direkt. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Meines Zeichens bin ich Neutestamentler und ich begrüße in Jerusalem den Till Magnus-Steiner. Hallo, guten Abend, guten Tag oder wann auch immer ihr zuguckt. Mein Name ist Till Magenstein, hat Werner gerade schon gesagt. Und ich bin der Alttestamentler hier in der Runde. Auch wenn wir heute über ein neutestamentliches Thema sprechen, gilt natürlich, dass ich viel zu sagen habe aus der Perspektive des Alten Testaments. Heute haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir jemals uninteressante Themen haben, aber heute haben wir wieder ein besonders bemerkenswertes, Thema vor uns, weil es auch ein schillerndes Thema ist. Es geht um den Judas Iskariot, bekannt als der große Verräter. Wir haben gerade in der jüngeren Vergangenheit ja, zwei Fernsehsendungen gehabt. Einmal dieses Singspiel, wie ich es lieber nenne, auf RTL, wo dann der Verräter den Freund hinhängt. Man weiß nicht so ganz genau, warum. Bleibt so ein bisschen da in der Luft hängen. Auf der anderen Seite wurde am Karfreitag auf dem Sender ZDF eine so eine Art Doku-Format gesendet, die ich persönlich gar nicht so schlecht fand. Über die schauspielerischen Leistungen kann man da sicherlich diskutieren, aber die Hintergründe wurden doch da ganz gut auch dargestellt, wo auch die Rolle des Judas Iskariot nochmal in einer besonderen Bedeutung deutlich wurde, weil dort dem Judas Iskariot so ein wenig. Ja, was durchaus biblisch auch verifizierbar wäre, so eine Zusammenarbeit mit Jesus unterstellt wurde, der eigentlich nur vor den Hohen Rat wollte, um dort seine Thesen verteidigen und vertreten zu können. Und dann ist der Schuss nach hinten losgegangen. Allein diese beiden Sendungen, die wir in jüngerer Vergangenheit bei uns hier im TV gesehen haben, zeigen, wie schillernd diese Person des Judas Iskariot ist. Und das wird auch am heutigen Abend deutlich werden, denke ich, wenn wir aus verschiedenen Perspektiven, den Perspektiven der vier Evangelien auf diese Persönlichkeit schauen, die nicht so leicht zu fassen ist. Vielleicht ein Wort von mir noch vorweg zu diesem Thema. Die Tatsache, dass der Judas Iskariot den Namen Judas trägt, hat in der Menschheitsgeschichte nicht unerheblich zu vielen Pogromen, auch zum Antisemitismus beigetragen. Das ist allerdings, wenn man das mal bei genauer Sicht betrachtet, in sich schon bemerkenswert merkwürdig, weil wir im Neuen Testament noch eine ganze Reihe andere Judasse haben, die in einer großen Nähe zu Jesus gestanden haben. Und auch bei Judas Iskariot kann man sich die Frage stellen, ob die Nähe zu Jesus nicht doch größer war, als man annimmt. Man denke nur an Judas Thaddäus, einen der 12 Apostel, oder an einen der Brüder Jesu, der auch Judas heißt. Judas scheint also damals in Israel so ein Name gewesen zu sein wie heute, ich hätte beinahe Kevin gesagt, aber es war ein sehr verbreiteter Name einfach. Und daraus jetzt zu schließen, aus dieser Namensähnlichkeit Jude und Judas, dass daraus jetzt etwas abzuleiten wäre, das ist schon ja perfide und bösartig, weil wir im Neuen Testament eben da auch andere Menschen haben, die diesen Namen getragen haben, die wie der Judas Thaddäus heute ja sogar noch als Schutzpatron der hoffnungslosen Fälle gilt, also der eher für etwas sehr Positives steht. Umso wichtiger ist es, sich mal mit dieser Person des Judas Iskariot zu befassen. Der Zusatzname Iskariot ist einigermaßen umstritten, wo der herkommt. Eine Herleitung du wirst mich korrigieren, Till, wenn ich was Falsches sage, könnte von Ish, der Mann, kommen. Und Kariot wäre dann ein Ort gewesen, der Mann aus dem Ort Kariot. Da gibt es aber meines Wissens mehrere Orte, die das für sich in Anspruch nehmen, historisch mit Kariot verortet sein zu können. Eine andere Herleitung wäre das wieder von Ish, der Mann, und dann Sikarier. Die Sikarier waren zur Zeit Jesu eine, wie könnte man sagen, so eine Kleine Terror. Terrorgruppe. Eine Terrortruppe, die sich dann doch auf eine spezielle Weise den römischen Besatzern genähert hat und ihnen von hinten Stilette in den Rücken gestochen hat und dann schnell sich wieder davon gemacht haben. Und daher heißen die auch so, denn diese kleinen Messer, die die dabei hatten, die nannte man eben die Messermänner, also die Sikarier. Also das wäre der Messermann gewesen. Auch das eine mögliche These, die allerdings auch ein spezielles Licht auf die apostolische Gemeinschaft der 12 wirft. Da war also zumindest schon mal einer drunter, der einer Terrorgruppe angehörte. Es gab aber auch Zeloten, so eine andere Gruppe, die auch da eine Rolle spielten in der Gefolgschaft Jesus. Es gab so einen Simon Petrus, der bei der Verhaftung plötzlich ein Schwert zur Hand hat. Also ob die Apostel die heiligen Männer waren, die wir heute so darunter sehen, vielleicht nachösterlich, vorösterlich war das doch eher eine spezielle Truppe. Und das hat wieder etwas mit der möglichen Motivation des Judas Iskariot zu tun, warum er da den Weg gegangen ist, den er gegangen ist.
Dazu später mehr, aber vielleicht möchtest du auch erst ein paar einleitende Sätze sagen. habe schon Angst bekommen, dass heute Abend ein reiner Vortrag von dir wird. Du hast jetzt viele. Kannst du haben, kannst du haben. Ich habe alles vorbereitet. Du hast jetzt viele Gründe von außen herangetragen, warum die Person Judas so unglaublich interessant ist. Und bei deiner Einleitung hast du schon gesagt, Judas der Verräter. Wir werden gleich, wenn wir die Texte angucken, erstmal sehen, dass er gar nicht niemanden verraten hat. Der biblische Text sagt, er hat ihn ausgeliefert, übergeben. Er wird nicht als Verräter gebrandmarkt, sondern es passiert etwas ganz Interessantes, was die Person selbst schon innerhalb der Bibel interessant sein lässt. Man sieht ein Ringen mit dieser Person. Warum macht sie das? Gibt keine Antwort. Die Bibel erzählt uns, das ist ja eine Stärke der Bibel. Wir haben vier Evangelien und erzählt uns vier verschiedene Geschichten darüber, was dieser Judas überhaupt gemacht hat. Und da geht es auch sehr wild durcheinander. Hat er Selbstmord begangen, indem er sich erhängt hat? Hat Gott ihn vielleicht bestraft, indem er ihn fallen ließ und er auseinandergebrochen ist, wie es im Lukas-Evangelium heißt? Wollte er Geld von den hohen Priestern, um Jesus zu verraten? Wollte er gar kein Geld? Da sieht man schon, die biblischen Autoren kämpfen mit dieser Figur, die irgendwie eine Brücke ist, die benötigt wird, sozusagen, um Jesus vom letzten Abendmahl in die Hände der jüdischen Autoritäten rüberzubringen. Er hat so eine Brückenfunktion. Und in Bezug auf diese Brückenfunktion ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, wir werden heute Abend sehr viel über die Evangelien reden, aber es ist sinnvoll auch darauf hinzuweisen, dass zugegeben, Paulus ist vielleicht nicht der größte Erzähler. Aber Paulus spricht nirgendwo, dass Jesus von einem Menschen ausgeliefert wurde. Er hat natürlich an dem Abend, an dem er ausgeliefert wurde. Aber Paulus ist da schon ein Gedanken weiter und sagt, Gott liefert aus oder Jesus liefert sich selbst aus im Römerbrief und im Galaterbrief. Paulus erzählt von keinem Menschen, der Jesus Christus ausliefert. Und irgendwie sehen wir, dass in Evangelien aber die Autoren sagen, okay, da muss irgendwas passiert sein von menschlicher Seite, das wir dann sehr, sehr schnell mit Verrat deuten, was aber die biblischen Autoren erstmal sagen, okay, irgendwie, er hat ihn ausgeliefert, er hat ihn übergeben, er war sozusagen das, was nachher zum Tod geführt hat, der, und das ist ja die Pointe, sind wir direkt beim ersten Text, beim Markus-Evangelium, ja von Anfang an beabsichtigt war. Jesus hat ja immer wieder gesagt im Markus-Evangelium, ich muss sterben. Das heißt, er muss auch in die Hände der Autoritäten übergeben werden. Er muss verurteilt werden. Und da ist es auf einmal so diese Figur, die faktisch notwendig ist, damit das alles passieren kann. Du hast jetzt den Paulus erwähnt. Der Paulus ist ja da ohnehin interessant, was so sehr einflussreiche biblische Persönlichkeiten in den Evangelien angeht, die er alle nicht erwähnt. Er erwähnt die Maria als Mutter Jesu nicht. Da wird im Galaterbrief nur erwähnt, er wurde geboren von einer Frau. Punkt. Den Namen erwähnt er gar nicht. Maria Magdalena, die erste Zeugin der Auferstehung, spielt in den Paulusbriefen, der zeitlich sehr nah dran ist, überhaupt keine Rolle. Es scheint fast so, als habe er diese Frau gar nicht gekannt. Im ersten Korintherbrief wird Petrus als der erste Auferstehungszeuge genannt. Judas Iskariot, du erwähntest ihn gerade, wird bei Paulus nicht erwähnt, sondern die Motivation wird da ganz anders geschildert und dargestellt, die wir ja teilweise auch in den Evangelien haben. Wenn man das Johannesevangelium sich der Passionserzählung anschaut, dann ist Jesus der Souverän des Verfahrens, der quasi da souverän den Kreuzesthron besteigt. Das finden wir bei Paulus auch schon entsprechend vorgeprägt. Aber vielleicht noch ein paar Worte nochmal zu dem Judas, von dem, was uns jetzt heute Abend nicht so näher beschäftigen wird, oder vielleicht dann nur am Rande. Du hast gerade schon erwähnt, er hat ja nicht Jesus. Die Frage ist ja, was hat oder worin besteht der vermeintliche Verrat des Judas Iskariot? Man muss das ganz nüchtern feststellen. Er wusste halt, wo man sich trifft. Er hat den Ort und die Identität Jesu im Dunkeln offenbart. Warum mit dem Kuss? Weil man wahrscheinlich kein großes Aufsehen erregen wollte, damit da kein mittelschwerer Aufstand losbricht. Und er wusste eben, wo versammeln sich die Jünger nach dem letzten Abendmahl. Darin besteht der Verrat. Er hat also einen Ort verraten. Dann das griechische Wort für, du hast es auch schon angedeutet, für Verräter ist Prodotes. Das ist eigentlich derjenige, der übergibt. Also er spielt in der Sprache, spielt er eine wichtige Rolle in der Heilsgeschichte. Das hast du schon angedeutet. Wenn Kreuzestod und Auferstehung die Heilstat Gottes schlechthin für uns Menschen sind, dann muss man sagen, spielt der Judas Iskariot in diesem Heilsgeschehen ja eine ganz wesentliche Rolle. Was eben nochmal die Frage aufwirft, und da geben die Evangelisten ja gleich unterschiedliche Antworten zu. Worin bestand denn seine Motivation? Was war sein Part an dieser Rolle? Und jetzt kommt noch ein Punkt hinzu, auch das vielleicht noch mal vorweg, weil das gleich so mitschwingt.
Dieser Judas Iskariot muss zum engsten Vertrauenskreis Jesu gehört haben. Das kann man so ein bisschen ableiten. Da gibt es ein paar Indizien zu. Das eine ist, im Johannesevangelium wird das ausdrücklich erwähnt, er hatte die Kasse unter sich. Sehr offenkundig hat die Jüngergemeinschaft Jesu eine Kasse verwaltet und der Judas Iskariot war der Kassenwart, weswegen ich ihn scherzhaft immer als den Schutzpatron aller Rendanten und Verwaltungsleiter nenne. Eine Kasse vertraut man ja keinem an, den man für einen Halunken hält. Das ist schon mal das Punkt eins. Aber auch beim Abendmahl wird ja erwähnt, als die Jünger fragen, wer ist es denn, der dich jetzt ausliefern soll? Und dann entsteht ja so ein Tumult. Der Judas antwortet da erstmal gar nicht. Und dann sagt Jesus, der mit mir das Brot in die Schale tauchen wird. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die halten, zumindest nach den synoptischen Evangelien, ein Passchamahl. Man saß damals nicht zu Tisch. Man lag. Man lag in der Regel auf dem linken Arm, sodass man die rechte frei hatte, um die Speisen zu sich zu nehmen. Sondern jetzt liegt man ja so ein bisschen versetzt zueinander. Wenn Jesus also so liegt, dann lesen wir im Johannesevangelium, dass auf der einen Seite der Jünger, den Jesus liebte, an seiner Brust ruhte. Der muss also hier gelegen haben, sprich rechts. Auf der linken Seite ist jetzt der nächste nahe Platz, sodass man sagen kann, der auf der linken Seite ist, wird seine Speise mit Jesus in dieselbe Schale tunken. Das wird also der Platz gewesen sein, weil rechts ja schon belegt ist, der dem Judas Iskariot zukam. Das aber ist der Platz, der ja im Rücken Jesu ist. Den kann er nicht sehen. Es ist also der Platz des höchsten Vertrauens. Wir haben also in den neutestamentlichen Überlieferungen ja so subkutane Andeutungen, dass der Judas Iskariot schon in einer sehr hohen Vertrauensstellung war, was die Frage nach seiner Motivation, und damit steigen wir gleich in die Texte ein, die ja da unterschiedliche Antworten zu finden, nochmal in einem anderen Licht erscheinen lässt. Das ist eine schillernde Persönlichkeit in der ganzen Buntheit der Varianten, die wir allein in den Evangelien finden. Und wenn man so die Diskussion bis in die Neuzeit nimmt, gerade in der jüngeren Vergangenheit, ich habe alleine diese beiden Fernsehdokumente da von RTL und von ZDF gerade aufgezählt. Amos Oz hat sich damit ausführlich in einem Buch befasst. Es gibt einen Comic von einem polnischen Comiczeichner, werde ich ganz zum Schluss nochmal drauf zu sprechen kommen, wo man versucht, diese Figur zu fassen. Dieser Judas lässt uns nicht nur nicht in Ruhe. In der koptischen Kirche wurde er heilig gesprochen, weil er eine wesentliche Rolle im Heilsgeschehen vollzogen hat. Und ich erinnere nur an das Kapitell der Kirche in Weselei, wo Jesus, Judas, der sich gerade erhängt hat, vor lauter Verzweiflung auf den Schultern quasi wegträgt, sodass man alleine aus diesen Gründen sagen muss, die Kirchengeschichte hat den Stab nicht nur nicht immer über Judas gebrochen, sondern hat manchmal in ihm auch eine wichtige Figur, ein Werkzeug Gottes auf dem Weg zum Heil für uns alle gesehen. Genau das werden wir feststellen, wenn wir jetzt durch die vier Evangelien kommen, wie die Autoren damit gerungen haben mit dieser Figur und sie zum Teil auch freigesprochen haben. Gleich, das war jetzt der Teaser für den Abend. Kommen wir erstmal zum ersten Evangelium, das wir näher angucken wollen, Markus. Und bei Markus hatte ich vorhin schon angedeutet, das ist wichtig, bevor wir jetzt gleich in die Passion einsteigen. Man denkt bei Judas immer direkt an die Passion, zu Recht. Der ist eine entscheidende Person dabei. Aber um das nochmal zu verdeutlichen, was ich vorhin gesagt hatte, Judas wird vorher schon genannt. Und das kommt zurück auf, was du gesagt hast. Er war einer der 12 Apostel. Das heißt, bei Markus, wenn man Markus liest, schon relativ am Anfang, ich glaube, ich muss nachgucken, im vierten Kapitel oder so, im dritten Kapitel sogar schon. Ja. Im dritten Kapitel, im Vers 19, werden die Apostel aufgezählt und der Name Judas Iskariot wird genannt und direkt deutlich gesagt, das ist der ihn ausliefern wird. Also aber wir wissen verraten, von an. Ja, und wir wissen von Anfang an, also der engste Kreis Jesu, die 12, mit denen er nachher das Pessach, eigentlich ein Familienfest feiert, also seine gebildete Familie, hat einen in der Gruppe drinne, der ihn ausliefern wird. So, das ist der Punkt, von dem wir starten. Und dann kommen wir zur Passionserzählung und da kommen wir bei allen Evangelien zu neuralgischen Punkten, wo Judas eine Rolle spielt. Vielleicht noch ein ganz kurzer Satz, weil das so wichtig ist, um dieses ganze Setting zu verstehen, sprachlich. Also werden gleich sicherlich immer wieder so eine Dreiheit von Szenen sehen. Wir werden diesen eigentlichen Akt der Auslieferung, also die Kommunikation zwischen Judas Iskariot und den hohen Priestern, die sprechen komischerweise immer im Plural. Gab es eigentlich mehrere damals hohe Priester oder gab es nur einen? Der hohe Priester einen. Eigentlich der hohe Priester, ne, meine ich da auch. Der, wir sehen, es gab damals zwei, historisch war es halt der
Der Vater von dem aktuellen Hohepriester war noch im Hintergrund als Person, die, deshalb sagt man oft die Hohen Priester. Also das Also, war so ein Zweiergespann. Aber es gibt offiziell theologisch nur den einen Hohen Priester. ist im Prinzip wie Bundeskanzler. Es gibt nur den einen, aber die vorher, die noch leben, werden Aber die auch. anderen sitzen ja in der Talkshow und reden mit, ja. Genau. Selbst dann, im Fall von Helmut Schmidt, wenn sie schon gestorben sind, reden die trotzdem immer noch irgendwie mit. Also, okay. Also, wir werden immer diese Trias, diese Szenenfolge irgendwo sehen, diese eigentliche Vereinbarung, ich sage jetzt mal bewusst allgemein, Kommunikation zwischen Judas Iskariot, dem Schrägstrich den hohen Priestern, die Abendmahlszenerie und dann der eigentliche Akt der Überlieferung, der Auslieferung im Garten Gethsemane. Aber du hast gerade erwähnt, Markus 3,19 in der Apostelliste wird von Judas eben gesagt, der ihn ausliefern sollte. Und da steht im Griechischen Paedoken. Das kommt also von Paradidomie und diese, oder Paradosis. Und dieser Begriff der Paradosis, der ist sehr bemerkenswert, weil er nicht nur den Verrat, eigentlich eben wörtlich die Auslieferung meint, weil er auch das Abendmahlsgeschehen meint, weil er auch die Überlieferung in sich meint, also den Vorgang der Überlieferung. Im Lateinischen würde man davon Tradition sprechen. Das muss man sich immer klar machen. So gesehen steht der Judas Iskariot am Beginn der christlichen Auslieferung, Schrägstrich Überlieferung, Schrägstrich Tradition. Alleine das zeigt schon, wie schwierig es ist, diese Persönlichkeit zu fassen. Jeder Traditionalist müsste im Prinzip gucken, worauf beruft er sich da letzten Endes, dass es eben kein Zustand ist, sondern eine ganz aktive Geschichte, wo man dann eben auch wieder die Frage stellen muss, wer ist Judas Iskariot? Und das machen Und wir. warum macht er das, was er macht? Und damit sind wir jetzt beim Genau. ersten Text, den wir kurz angucken wollen. Das sind nur zwei Verse. Wir sind bei Markus, Kapitel 14, die Verse 10 bis 11. Und jetzt suchen wir das Motiv. Warum macht Judas das, was er macht? Und wir lesen dann, Judas Iskariot, einer der Zwölf, der Ehrentitel, er gehört zum engen Kreis, also einer der Zwölf, ging zu den hohen Priestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Der Text sagt uns nicht viel, warum er das macht. Wie beim Markus fast immer, der ist ja in seiner Kürze, mein Religionslehrer pflegt immer zu sagen, das Markus-Evangelium folgt dem Sprichwort, in der Kürze liegt die Würze. Der erzählt lakonisch, der deutet im Prinzip viel an, führt aber dann die eigentlichen Details nicht aus, überlässt damit viel der Fantasie. Das Wichtige bei Markus ist einfach, dass er die Fakten als solches erstmal zusammenträgt. Und das Faktum heißt, es hat einen der Zwölf gegeben, eben diesen Judas Iskariot, der in Kontakt mit den Hohepriester tritt, um dort, ja, die Überlieferung Jesu zu vereinbaren. Interessant an dieser Stelle hier ist eben, dass er kein Geld fordert. Er sagt nicht, wenn ihr das macht, habe ich die Forderung XY, sondern er geht erstmal zu denen hin und will Jesus an sie ausliefern. Das bleibt völlig offen. Ist das aus einer egozentrischen Motivation heraus? Ist es aus einer exozentrischen Motivation heraus? Hat Jesus ihn möglicherweise geschickt und so weiter? Das Angebot, Geld zu geben, kommt von den Hohepriestern. Die wollen ihn bezahlen. Wenn man, wozu wir später kommen werden, nochmal in Rechnung stellt, der hatte ja die Kasse unter sich, wird er gedacht haben, okay, Geld können wir immer gebrauchen in der Kasse. Und seine Motivation, das merkt man an anderen Erzählungen, wenn es etwa um die Salbung Jesu durch die Frau oder die Sünderin oder wen auch immer geht, dass er sagt, wieso verkaufen wir das Öl nicht und geben das Geld den Armen? Also der hatte so gesehen das Herz am rechten Fleck. Ob er das Geld also für sich wollte oder eher für die Armen, kann man noch mal dahingestellt sein lassen. Aber die eigentliche Motivation, warum, bleibt hier im Dunkeln. Nur das eigentliche Faktum, dass er es tut, wird hier geschildert. Und dann eben dieser Vorgang, er suchte nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Also offenkundig geht es nicht einfach darum, da ist der Saal und da geht er hin, sondern die günstige Gelegenheit, es muss offenkundig etwas sein, wo die Gefahr eines Aufruhrs oder dass es schief geht, möglichst gering gehalten werden soll. Ganz kurzer Einwurf. Du sagtest vorhin, der Judas hatte sein Herz am rechten Fleck. Bei Johannes wird er zwar als Kassenwart angeführt, Ja. aber Da? er hat Geld veruntreut. Also so Ja. ganz sauber wird er nicht. Johannes passt da sehr gut auf und stellt ihn negativ dar.
Ja, Also wir aber haben noch gar kein Urteil. wir kommen ja noch zu Wir Johannes. kommen da noch. Die Wir Frage bei bleiben Johannes. jetzt erstmal, bei Markus, und bei Markus haben wir gar kein Urteil darüber. Genau. Wir haben wirklich nur Sachen werden erzählt. Und was ich noch spannender finde, die Lücke ist noch größer, als du sie da beschrieben hast. Wir lesen nämlich, dass die Hohepriester, wie es hier gesagt ist, versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Es wird nicht erzählt, dass Richtig. er das Geld bekommen hat. Ja. Er hat auch nicht, es wird auch nicht erzählt, dass er das angenommen hat, gesagt, ja, ich will dafür Geld. Genau. Das wird alles offen gelassen. Wir werden total im Dunkeln gelassen und wir wissen gar nicht, warum er das macht. Im Endeffekt lernen wir aus diesen zwei Versen nur, er hat die Absicht, das zu machen und er wird es machen. Das ist alles, was wir wissen. Mehr Nicht wissen wir mehr von ihm. und nicht weniger. Und alles andere bleibt im Prinzip erstmal in so einer erzählerischen Lücke. Da kann man sich denken, was man will. Wobei ich immer sage, der Markus schreibt sein Evangelium ja etwa um 70 nach Christus, also gut 40 Jahre, etwas vielleicht 40 plus x Jahre nach den historischen Ereignissen. Da lebt noch Augen und Ohren, sondern die konnte man auch fragen. Also es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass die Erstadressaten des Markus da über ein Hintergrundwissen verfügten, dass es gar nicht nötig machte, da mehr zu erzählen. Das wurde einfach in der Erinnerung aktiviert. Mit 2000 Jahren Abstand fehlen uns diese aktiven Erinnerungen. Die können wir jetzt da hinein fantasieren oder eben nicht. Für den Markus reicht es offenkundig, nur den Vorgang als solches, als Faktum in zwei Sätzen darzustellen. Ich würde nicht mal so weit gehen zu konstruieren, dass vielleicht im Hintergrund irgendein Wissen rumschwebt. Ich würde so weit gehen in die andere Richtung und sagen, Markus kann es selbst nicht erklären. Er weiß nur das Faktum. Deshalb erzählt er es. Und er ist noch nicht in der Position, dass er es ausdeuten will. Also Weil ja. wir merken gleich was ganz Interessantes bei der Geschichte. Das passt vorne und hinten alles nicht, was da erzählt wird. Meiner Ansicht nach. Da kommen wir gleich noch zu. Aber Was eher für meine These sprechen würde, weil die Erstadressaten das Wissen einfach im Hintergrund hatten. Die konnten es einfach aktivieren. Das Problem für uns ist, also wir müssen das bei Bibeltexten, egal ob AT oder NT, ja immer sagen, die sind ja nie für uns geschrieben worden. Keiner der biblischen Autoren hat gesagt, im Jahr 2024 sitzen da zwei Typen, einer in Wuppertal, einer in Jerusalem und diskutieren darüber. Sondern die haben ja für Leute geschrieben, die einfach in einem ganz konkreten Lebenskontext lebten. Und der Markus hat das auch an anderen Stellen in seinem Evangelien. Wir nennen das heute oft das Stilmittel der Lakonie, wo die Leserinnen und Hörer quasi aktiviert werden, in die Geschichte selber hineinzugehen. Was an manchen Stellen in sich auch heute noch funktioniert, wenn die in die Gleichnisreden schauen. An manchen Stellen, sage ich, spielt das schon eine Rolle, dass die einfach wussten, worum es ging. Ganz einfaches Beispiel. Heute schreiben wir dicke Bücher darüber, was ist eine Kreuzigung, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich ging, warum das ein Schmachtod war. Die Evangelisten, hier, Mel Gibson macht ein 2,5-stündiges Splatter-Movie da draus und führt uns das vor Augen nochmal drauf. Und so viel Liter Blut, wie der Jesus da verspritzt, kann der gar nicht in sich gehabt haben. In den Evangelien reicht es, wenn man ganz lapidar sagt, sie kreuzigten ihn. Warum? Weil jeder damals einfach wusste, was bedeutet das, gekreuzigt zu werden? Und deswegen ist das hier nicht ganz unwahrscheinlich, dass da durchaus auch Augen- und Ohrenzeugen waren, die Hintergründe über die Tatsächlichkeit dieses Vorgangs einfach wussten. Deswegen brauchte er das einfach nur andeuten und aktivieren. Was bei Lukas und bei Matthäus noch mal 10 Jahre weiter und bei Johannes noch mal eine Kante weiter schon wieder anders funktioniert. beziehungsweise da werden wir dann merken, dass die Autoren damit hadern und es irgendwie ausdeuten müssen. Dieses Ja. Faktum, was Markus erzählt, Genau. reicht nicht. Es muss irgendwie begründet werden. Da kommt dann, kommen wir dazu, da kommt der Satan ins Spiel, da kommt die Habgier ins Ja, Spiel. genau. Hier nochmal zurück, wir sind ja im Markus-Evangelium. Wir wissen nur, Judas entscheidet sich, zu den jüdischen Autoritäten zu gehen, weil er Jesus ausliefern will und das wird er machen. So, das ist der erste Abtritt von Judas. Und jetzt Genau. geht die Geschichte eigentlich harmonisch weiter. Jetzt gehen wir direkt zum Abendmahl. Jesus versammelt seine 12 und bei dem Mahl lässt er eine kleine Bombe explodieren, aber nennt den Namen Judas nicht. Das ist auch interessant an dem Punkt hier. Er sagt nur, und ich lese es kurz vor, das sind wir immer noch in Markus 14, ne? Wir sind ja was passiert hier nah beieinander? Er sagt in Vers 18, während sie da gemütlich zu Tisch liegen, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst. Da wurden sie traurig und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen, einer von euch 12, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Du hast gerade schon vorhin angedeutet, dass eigentlich ein Widerspruch in sich in diesem Vers 21. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn gesagt hat, aber der
der, der ihn ausliefert, der hier nicht genannt wird, ist so ein bisschen wie der, dessen Name nicht genannt werden darf, für den wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Das führt diese Figur des Judas, und als Leser und Hörerin wissen wir natürlich, wer dahinter steckt, weil wir den Ausgang der Geschichte aus den anderen Evangelien da auch kennen, führt diese Person oder diese Persönlichkeit tatsächlich in ein echtes Dilemma hinein. Gleichzeitig transportiert dieser Text ja auch nochmal der, der mit mir das in die Schale tunkt. Also gerade auch eigentlich eine sehr nahestehende Persönlichkeit, die diesen ganzen Blumenstrauß aufmacht, der Verrat durch einen Freund, eine hinterhältige Motivation, weil ja hier auch eine Verurteilung letzten Endes schon drinsteckt. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Und gleichzeitig dann doch wieder dieses, der Menschensohn muss seinen Weg gehen. Ja, wie soll er ihn denn sonst gehen? Soll er sich selber anzeigen oder was? Ja, das ist ja die Frage, die letzten Endes im Raum steht. Man kommt also nicht ohne Judas Iskariot aus, aber mit ihm kann man, also man hat ein gespaltenes Verhältnis zu seiner Person. Das deutet sich letzten Endes hier in diesem Textfragment schon an. Klammer auf. Was ja oft übersehen wird, ist, dass es noch einen zweiten Verräter gibt im Jüngerkreis, den man nur nicht Verräter nennt, weil er eine wesentliche Rolle in der frühen Kirche und auch darüber hinaus gespielt hat. Wenige Verse später wird ja ein gewisser Petrus erfahren, dass auch er Jesus verleugnen wird. Der hat ihn nicht ausgeliefert, aber er steht im entscheidenden Moment eben auch nicht an seiner Seite. Also wir haben im Prinzip zwei Protagonisten, die da, sagen wir mal, eine zwielichtige Rolle spielen in dieser Sache. Man kann dann generell sagen, das finde ich auch mal wichtig, bei Markus Evangelium ganz besonders, auf keinen der Jünger ist Verlass. Und ich sage immer, Paulus und Judas einfach zwei Beispiele, wie es richtig schiefgelaufen ist. Ja. Aber keiner der damaligen Jünger ist Petrus ein Vorbild. Petrus meinst du? Ja, Entschuldigung. Ja. Stimmt. Ja. Petrus. Petrus und Judas. Und keiner ist nach dem Markus-Evangelium ein großes Glaubensvorbild für uns. Ja. So. Nochmal. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Abendmahlszene. Da sehr, sehr deutlich wird gesagt, das muss man hier betonen, doch weh dem Menschen, durch den der Mensch nun ausgeliefert wird. Dieses Weh ist für uns antiquierte Sprache. Aber im damaligen Kontext heißt es, den wird die Gottesstrafe treffen. Oh, wehe dem. Das haben wir im Buch Deuteronomium auch mit den Weherufen. Das heißt hier, der wird bestraft werden. Und hier wieder so eine Lücke im Markus-Evangelium. Wir treffen nachher bei Matthäus und Lukas noch Erzählungen, wie Judas wirklich gestorben ist. Markus erzählt uns nichts mehr darüber. Er sagt nur, wehe dem, der das macht, also Judas. Aber nach der Szene in Gethsemane, die wir gleich besprechen werden, verschwindet Judas. Aus der Perspektive Markus, wenn man kein Extrawissen hat, vielleicht lebte Judas noch 40 Jahre glücklich mit der Familie und einem kleinen Bauernhof. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Möglicherweise. Markus lässt das völlig offen. Wie du schon sagst, es kann sein, dass er sich einfach aus dem Zwölferkreis verabschiedet macht, weil der Persona non grata geworden ist, weil seine Rolle eben so zwielichtig ist. Er verschwindet einfach von der Bildfläche. Im Markus. Und man muss vielleicht noch anmerken, was hast du auch vorhin gesagt, man muss immer bedenken, für wen diese Texte geschrieben sind. Und ich finde bei der Abendmahlszene etwas bemerkenswert. Der Name Judas wird nicht genannt. Da kann man einerseits sagen, okay, er ist der Verräter, dessen Name soll nicht genannt werden. Andererseits kann man auch sehr, sehr deutlich da sagen, das ist sozusagen die pastorale Mahnung an die Leser, verlasst die Gemeinschaft nicht, übertretet das nicht. Das haben wir ja auch in Markus 13, genau diese Mahnungen, dass man nicht, ja, übergeben werden soll aus der Familie, dass Leute einen verraten. Nein, man verrät sich gegenseitig nicht. Und deshalb wird der Name vielleicht auch nicht genannt, um einfach zu sagen, ihr seid eine Gemeinschaft, haltet zusammen. Auch im Jetzt. Es kann sozusagen, jetzt wäre es theologisch gesprochen, passt auf, dass es in eurer Generation keine Judasse gibt, die Teile der Gemeinschaft verraten. Ja, da würde ich jetzt schon wieder widersprechen, weil das schon wieder auf diese Judas-Geschichte geht. Weil, wie gesagt, der Bruder Jesu, Judas Thaddäus und so weiter. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind es gewohnt, machen wir selbst wie Exegeten so, wir lesen die Bibel immer in Häppchen. Wir hören sie in unseren Eucharistiefeiern in Häppchen und selten hören wir sie in Form von Bahnlesung, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt so eine Art Cliffhanger, nächsten Sonntag geht's weiter, sodass man den Zusammenhang haben kann. Das Markus-Evangelium als Ganzes ist mit seinen 16 Kapiteln, das hat man in anderthalb Stunde durchgelesen, wenn man die überhaupt braucht, dann hat man die Gesamtdynamik des Textes da drin. Der Judas Iskariot wurde wenige Verse vorher erwähnt, in Vers 10, 11. Hier bleibt er namenlos. Bei der eigentlich Auslieferungsszene im Garten Gethsemane wird er aber wieder erwähnt. Das heißt, die Gesamtdramaturgie identifiziert ihn dann doch. Hier bleibt er quasi offen. Ich könnte auch insinuieren, der Markus benutzt hier ein spannungssteigerndes Element,
das aber dann ein paar Verse später in der Gethsemane-Szene dann durch die Namensnennung auch wieder aufgelöst wird. Was wir hier nicht haben, im Unterschied zu anderen Evangelien, ist diese Szene, das werden wir gleich sehen, tu, was du tun willst, oder er verließ den Raum oder sonst etwas. Das haben wir hier nicht. Das bleibt hier noch quasi in der Schwebe hängen. Für meine These, die widerspricht dann ja nicht, weil wir immer sehen, dass biblische Texte multidimensional zu lesen sind. Was wir aber haben, ist eine interessante Wortverbindung, auf die wollte ich hinweisen. In Markus 13, also kurz vorher, so dass der Leser es auch verbinden kann, steht ja dieser Satz, der auch Kirchengeschichte gemacht hat: Man wird euch um meinetwillen an die Gerichte ausliefern, in den Synagogen misshandeln und vor Statthalter und Könige stellen. So, und ein paar Verse weiter kommt nämlich dieser wichtige Satz: Brüder, also die nächsten Glaubensbrüder, werden einander dem Tod, und da kommt das Wort, ausliefern. Das ist genau dasselbe Wort, wo die Brücke geschlagen wird. Und von daher kommt, kann man nochmal schön auch diese abstrahieren, ich habe ja bewusst eben gesagt, abstrahieren, theologisch sagen, beim Abendmahl, ihr müsst eine Gemeinschaft bleiben und es darf niemand so ausliefern, wie das Judas getan hat, als der exemplarisch Böse. Nicht als der Judas, wie er in der Kirchengeschichte geworden ist, sondern als der, der die Gemeinde zerbrochen hat. Und deshalb finde ich es einen interessanten Trick, dass der Name Judas genau da nicht genannt wird. Bei Markus. Nachher Das taucht er ist immer das wieder auf. eine, zumal ja dann historisch, das ist aber dann Apostelgeschichte, natürlich diese Zwölfzahl wiederhergestellt werden muss, weil der eine ja rausgefallen ist. Wo man ja auch Leute wählt, und da kommen ja nur zwei Kandidaten in Frage, die irgendwie immer schon Teil dieser Gemeinschaft waren, die halt nicht in diese symbolische Zwölfzahl hineingehörten. Und irgendwas muss ja da in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, ich will jetzt gar nicht in diesen 50 Tagen sagen, ja mit den Jüngern passiert sein, weil deren kompletter Habitus sich ja ändert. Wenn man sich so auf diese Zeit mit dem irdischen Jesus schaut, dann ist das ja eine Truppe, die ihn nie versteht, die auch irgendwie, sagen wir mal, sagt, dieses Reich Gottes wollen wir im Zweifelsfall mit Waffengewalt aufrichten und so weiter und so weiter. Und nach Ostern haben sie plötzlich irgendwie erkannt, was wollte dieser Jesus eigentlich von uns? Und da passieren dann genau die Dinge, die du gerade eben auch sagst, dass dieser Zusammenhalt in der Gemeinschaft, der wird in der Apostelgeschichte sogar betont, sie waren ein Herz und eine Seele, der scheint dann nochmal eine ganz besondere Motivation erfahren zu haben. Könnte also Da sieht durchaus man sein, wirklich. dass seine Interpretation hier nicht explizit erwähnt wird, aber genau den Kern eigentlich trifft als pastorale Mahnung. Nebenbei, das ist ein schöner Spiegel, auf den wir mal kurz als Exkurs hinweisen können, wenn man das lukanische Doppelwerk liest. Lukas und die Apostelgeschichte. Bei Lukas, typisch, werden die Jünger auch immer als Zweifler dargestellt, die sich nicht sicher sind, etc. Und auf einmal nach Ostern in der Apostelgeschichte werden aus allen Aposteln diejenigen, die freimütig auftreten. Genau, Petrus Freimütig bis sofort. in den Tod hineingehen. Freimut ist das entscheidende Absolut. Wort in der Apostelgeschichte auf einmal. Zack, alles hat sich Und gedreht. Petrus, der aus der So. Hand, der Zweifler und Zauderer, der aus der Hand plötzlich eine seitenlange Rede, seine erste Pfingstpredigt erhält. Wahnsinn. Egal ob komponiert oder nicht komponiert, dramaturgisch ist das schon sehr Klasse interessant. gemacht. Jetzt gehen wir. Dramaturgie ist ein schönes Stichwort für mich. Wir bleiben ja noch bei Markus. Und ich will trotzdem darauf hinweisen, ich habe vorhin schon angeteasert, für mich macht diese ganze Geschichte den Eindruck ein bisschen, da passt irgendwie vieles nicht zusammen. Weil wir sind jetzt gerade, haben wir gerade gesprochen, Abendmahlszene und jetzt geht es rüber zu Gethsemane. So, beim Abendmahl wird bei Markus nicht erzählt, dass Judas weggeht. Alle singen da den Lobpreis und gehen gemeinsam zu Gethsemane. Auf einmal stellen wir fest, der Judas ist gar nicht mehr bei denen. Der hat schon die ganze Schar zusammengerufen, dass sie Jesus festnehmen können. Bei Markus hatten wir doch gelesen, kurz vorher, dass Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und alle ihn groß gefeiert haben. Und er hat im Tempel ja richtig Radau gemacht. Also er war stadtbekannt. Aber jetzt muss er durch einen Kuss identifiziert werden. Da wirkt es auch irgendwie alles sehr, sehr konstruiert. Man wundert sich, warum Markus das so macht. Ja, würde ich ein bisschen widersprechen wollen. Auch hier wieder meine, Gerne, Werner, los. wir haben Versuch. damals was schon auch näher gewusst. Erstmal diese Stadtbekanntheit Jesu würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Also der Einzug in Jerusalem ist, glaube ich, nicht so triumphal gewesen, wie wir ihn gerne hätten, Nein, sondern aber wie er erzählt wird, darum geht es wie mir. Es geht erzählt wird, nicht ja. um. Aber erstmal den historischen Kontext irgendwann. Dieser Jesus befindet sich ja irgendwie immer in Bethanien, geht nach Jerusalem, geht wieder nach Bethanien zurück. Du bist näher dran. Ich sage mal, das sind so 2 Fußstunden damals gewesen, aber das ist meine Schätzung aus Wuppertal aus. Wenn du in der Palmsonntagsprozession hier gehst, dann sind es 2 Fußstunden, weil die Ja, sehr und dann geht's langsam wieder. geht. Kann es auch zügig, Ja. aber es ist eine Ja, Strecke, die ist eine haben deutliche damals Strecke. Sandalen angehabt, kein festes Schuhwerk. 2 Stunden kommen wir ganz gut mit hin. Er zieht ja nach Jerusalem ein und dieser Einzug ist ja durchaus inszeniert. Und man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass sie da links und rechts an den die Menschenmassen gestanden hätten, sondern wahrscheinlich ist halt die Anhängerschaft Jesu. Die ZDF-Doku geht gerade von den 12 aus. Ich würde sagen, sind schon ein paar mehr gewesen.
wenn man sagt, im Lukas-Evangelium entsendet er vorher 72 andere, also waren es schon mal 84 Anhänger. Nehmen wir mal mindestens das Doppelte. Ich denke mal, wir hatten vielleicht eine Anhängerschaft von 200 Leuten gehabt, die dann mit ihm durch Judäa gezogen sind. Wenn die jetzt einziehen und rufen Hosanna Jeshua, ja, ich habe mich noch gar nicht bei dem Christoph Schönbach bedankt, der im Hintergrund ja wieder die Regie hier führt. Der weiß, dass ich immer sage, das ist ein Schlachtruf gewesen. Hosanna, hilf doch, Jeshua, Gott hilft. Das macht Aufmerksamkeit. Und jetzt, die haben vielleicht auch von diesem Jesus schon gehört, aber in Ermangelung von Social Media, von Instagram und Facebook, TikTok und was es heute alles so gibt, wussten die halt nicht, wer ist das? Jetzt wissen sie es. Da kommt einer, das ist dieser Jeshua von Nazareth, von dem hat man schon gerüchteweise gehört. Dann geht er aus Jerusalem wieder hinaus, hat sich erst alles angeguckt, geht zurück nach Bethanien. Am nächsten Tag kommt er rein und dann gibt es diese Tempelszene. Tempelreinigung will ich gar nicht sagen, aber diese doch sehr drastische Tempelszene, wo man nicht ganz genau weiß, hat er da selber rumgewütet, was ja auch so ein bisschen Fragezeichen hinter den lieben Jesus macht. Oder waren seine Apostel mit dabei? Wie auch immer, er setzt jedenfalls ein massives Zeichen, was A, die römischen Besatzer auf den Plan hätte rufen können und B, natürlich ein Frontalangriff gegen die Tempelaristokratie ist. Das bringt ihn in Konflikt. Diese Tempelreinigungsszene ist in meinen Augen der historische Marker, wo das Fass zum Überlaufen gebracht wird. Jetzt wissen wirklich alle, wer er ist. Und man kann davon ausgehen, A, die Römer sind auf dem Kiviv, die Tempelaristokratie, ob die wirklich so gut gelitten war. Man könnte ja heute mal auf Bischöfe gucken, wie das Volk so Bischöfen steht. Und das werden ja ähnliche Verhältnisse gewesen sein. Ja? Die haben den Leuten auch Geld aus der Tasche genommen, um sie da mit Gott zu versöhnen. Also es gibt gewisse Parallelen. Gewisse Parallelen könnte man zu heute... Auch damals wurden hohe Priester aus der Stadt gejagt. Ja, ich sage ja... Gibt es bei Josephus berichtet. Alles? Ja, gewisse Parallelen sind da durchaus im Raum, abgesehen von den Ränkespielen zwischen dem hohen Priester und dem römischen Statthalter. Auch da wird ja bei Josephus berichtet, dass, wie nannte man, Effort oder wie nannte man das Gewand des Hohepriesters? Effort war in der Verwahrung der Römer. Und die Römer bestimmten, geben was heraus oder nicht. Wenn da Aufruhr ist, konnte der Pontius Pilatus dem Hohepriester sagen, guck, dass da Ruhe ist, vorher kriegst du dein hohepriesterliches Gewand nicht. Und dann ist hier nichts mit Kult. Also es war eine hochbrisante Gemengelage, sodass dieser Satz, es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, dass das ganze Volk untergeht, eine gewisse Logik, wenn nicht sogar eine historische Verifikation hat, dass ein solcher Satz so gefallen sein könnte. Jetzt wissen wirklich alle, wer es ist, aber die Stimmung ist explosiv. Wenn man diesen Jesus jetzt öffentlich verhaftet, kann man sich nicht sicher sein, dass seine Jünger möglicherweise zu den Waffen greifen, das Volk sich da sympathisiert und solidarisiert mit denen. Deshalb braucht man einen Ort, wo man ihn unter möglichst sicheren Umständen verhaften und aus dem Rennen nehmen kann. Und das macht diese Szene im Garten Gethsemane dann so interessant, dass der Judas da A, einen Ort erwähnt, es ist nachts, die Leute sind nicht anwesend, es ist nur eine kleine Schar seiner Jünger anwesend, es ist dunkel, es ist still, deswegen dieses stille Erkennungszeichen des Kusses, man ruft nicht, guck mal, da ist er, da werden ja sofort alle wieder wach geworden. Das macht hat eine gewisse historische Logik, dass da so vorgegangen worden ist. Also heute würden die Amerikaner, wenn die oder wer auch immer welcher Geheimdienst, würde wahrscheinlich ähnlich vorgehen, um möglichst sicher zu sein, dass da nicht irgendwelche bewaffneten Auseinandersetzungen von Anhängern noch provoziert werden könnten. Hat für mich eine gewisse Logik. Hat für dich eine gewisse Logik, will ich auch gar nicht abschreiten. Ich bleibe trotzdem dabei, dass es einen gewissen, und jetzt kommt das schöne Wort, einen gewissen Humor der ganzen Sache hat. Warum? Pass auf. Am Anfang heißt es doch so wunderbar bei Kapitel 14, im ersten Vers oder im zweiten Vers direkt, jetzt gucke ich nach. Hier, also sie hatten entschieden, ne, sie wollten Jesus mit List in ihre Gewalt bringen, um ihn zu töten. Und dann der Vers 2, sie sagten aber, ja, nicht am Fest. Also bloß nicht am Fest, was du gerade gesagt hast, der große Aufwand. Ja, nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Das ist genau. Und wann nehmen sie ihn fest? Ja. Am Abend des Festes, am Höhepunkt des Festes. Aber diese humorige Komponente hast du die ganze Passionsgeschichte durch. Der hohe Priester, der sich eigentlich nicht kultisch verunreinigen darf, wird in den Vorhof des Prätoriums gehen, dort im Prinzip alles Mögliche veranstalten, wo man sagen kann, also wenn du nach der Tora handeln würdest, um dein Amt ordentlich ausführen zu dürfen, machst du das jetzt besser nicht. Also das läuft ja die ganze Zeit durch, dass der hohe Priester und seine Gehilfen im Prinzip ja als Heuchler dargestellt werden, die also sich da letzten Endes nichts zu schade sind, die den nur irgendwie aus dem Weg haben wollen. Aber du hast gerade in diesen beiden ersten Versen eigentlich genau diese Motivation drin.
Und bei Markus muss man immer sagen, der kommt mir wie so ein Stichwortprotokollant vor. Der notiert stichwortartig die Ereignisse, weswegen ich ja die These vertrete, hoffentlich haben seine Erstadressaten gewusst, wovon er schreibt. Weil wir spätestens bei Matthäus und Lukas sehen, wie die anfangen, diese Leerstellen eben auch durchaus dann zu füllen und zu erzählen. Genau, das ist mein Beispiel von dem, auf einmal taucht Judas auf, obwohl er bei der Gemeinschaft, Johannes sagt nachher ganz genau, Judas geht weg vom Abendmahl, genau. Nicht vom Abendmahl, genau. Von diesem oder Fuschfasten Abendmahl, aber er geht, man er geht. Genau. Und kommt dann wieder, hat genau diese Leerstelle gesehen und erklärt. Ja. Das ist sehr interessant. Und auch mit dem Kuss, jetzt bleiben wir mal bei diesem Humor, beziehungsweise jetzt trifft man mal eine ganz dunkle Ecke. Wir finden es ein bisschen ironisch, wenn wir heute sagen würden, der Kuss verrät ihn da. Was für ein Symbol ist das? Ist aber, und jetzt darf der Alte Testament wieder glänzen, ein wunderbares Motiv aus dem Alten Testament und zeigt die Boshaftigkeit auf einmal. Hier kommt eine Wertung meiner Ansicht nach sehr, sehr deutlich rein. Weil wir haben den schönen Satz im Buch der Sprichwörter, der Kuss der Hasser ist trügerisch. Ja. Und wir haben eine wunderbare Szene, wo der Kriegsherr von David, Joab, eigentlich der schaste Kriegsherr, zum gegenwärtigen Kriegsherrn geht, zu Amasa, und ihn umarmt, einen Kuss gibt und währenddessen mit dem Messer ihn ersticht. Ja. Also das ist doch eine wunderbare Szene, die wunderbar parallel läuft zu dem, was Judas da macht. Auch wenn er selbst nicht das Messer zückt, der Kuss ist das Todesurteil. Und dieses Trügerische von Küssen hast du bis heute. Denk nur an dieses Bild von Brezhnev und Honecker, diese ikonische Darstellung auf der Berliner Mauer und so weiter. Also Küsse können ganz toll sein, aber eben auch, aber auch eben höchst trügerisch. Und das ist mir wichtig. Wir haben jetzt so beim Durchgehen durchs Markus-Evangelium mal geguckt, okay, wo wertet Markus vielleicht? Wo gibt er ein Motiv an? Motiv gibt er nicht an, nein. Aber er verurteilt ihn sehr, sehr deutlich. Er sagt erst in den Worten Jesu, doch weh dem Menschen. Das ist klares Urteil. Und dieser Kuss deutet ihn aus als eine hinterhältige, eine hassende Person, die keine biblischen guten Vorbilder hat. Ja. Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde nur über den kleinen Markus geredet, mit seinen Stichpunkten. Beste. Aber jetzt haben wir die Grundlage gelegt, weil alles wiederholt sich ja nur mit kleinen Nuancen anders und theologischen großen Aussagen anders. Und wenn man synoptisch oder was die Evangelien angeht, generell mit den Evangelien arbeitet, empfehle ich immer, sich den Markus zuerst anzugucken, weil der quasi die erzählerische Basis liefert, die dann von den anderen Evangelisten ja dann oft nochmal erzählerisch gefüllt wird. Wir gehen mal weiter zu Lukas. Zu Lukas gehen wir jetzt, okay. Du schmeißt das Programm auch dauernd um. Jetzt machen wir Lukas. Nee, ich habe gesagt Lukas, dann Matthäus, dann Johannes. Aber ist egal, wir gehen jetzt zu Lukas. Gut. Wo steigen wir denn beim Lukas-Evangelium ein? Ich habe mir notiert, Kapitel 22, Vers 3, wenn du dich noch schon vorher noch was anderes gefunden hast. Nein, nein, da sind wir genau dabei, bei einer wunderbaren Szene. Genau. Weil jetzt auf einmal Judas sozusagen in seinem Handeln gerechtfertigt wird, fast könnte man sagen. Genau. Da muss man genau. Ganz vorsichtig sein. Ich lese aber erstmal vor, damit wir jetzt nicht Du hattest es vorhin schon angedeutet, aber deswegen ist die ist eben ganz interessant, weil da die Motivation ist ein erstes Deutungsmoment für eine Motivation des, wenn man es Motivation nennen will, in diesem Zusammenhang, aber es gibt so ein Deutungsmoment. Warum hat er das gemacht? Aber jetzt gehen wir mal von der Theorie aus, der Verfasser von Lukas, der hat das Markus-Evangelium gelesen und gesagt, ich muss das doch irgendwie erklären. Warum macht Judas denn da? Was macht der? Warum macht er das? So, und wir sind parallel jetzt zu Markus 14, was wir eben besprochen haben, zu der Absicht, dass Judas nun also zu den hohen Priestern geht. Und da heißt es in Lukas 22, ab Vers 1, ja, bitte. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Pascha genannt wird, war nah. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesu zu beseitigen. Denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Und jetzt der entscheidende Vers 3. Da fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zu den 12 gehörte. Judas ging zu den hohen Priester und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Da freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld zu geben. Er sagte zu und suchte nach einer günstigen Gelegenheit, ihn an sie auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Also in dem letzten Verslein oder im letzten Halbsatz hast du genau nochmal, das Volk soll eigentlich außen vor bleiben, dass man in so einer sicheren Situation seiner habhaft wird. Aber hier hast du natürlich einen ganz klaren Fall von Schuldunfähigkeit, weil Fremdsteuerung. Ne, der Judas wird halt von Satan bemächtigt und der kann eigentlich gar nichts dafür. Der Satan vollzieht halt sein Werk und hat sich ein Werkzeug gesucht, das vielleicht selber gar nicht so willig war, aber er ist halt in ihn gefahren und benutzt den jetzt.
Das ist das, was er hier erzählt erstmal, ne? Wobei ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, im neutestamentlichen Kontext, ich muss ja kurz darauf hinweisen, Dämonen und Teufel sind im Alten Testament jetzt nicht so verbreitet. Das sind neutestamentliche Sache. Aber im neutestamentlichen Bereich gilt Ist auch eigentlich. neutestamentlich, muss man immer wieder sagen, wenn ich diesen Exkurs kurz ausführen darf, weil das ist etwas, was den Neutestamentler immer nervt, wie darüber geredet wird. Daimon ist erstmal nur Energie. Kennen Sie von der Batteriemarke her, die heißt auch Daimon. Ob Sie die Batterie benutzen, um Ihren Wecker damit zu betreiben, eine Taschenlampe oder einen Zeitzünder, macht die Energie zu einer guten oder einer negativen Energie. Wir hören in der Heiligen Schrift natürlich eher von Heilungen, wo die Daimones negativ ausgewirkt waren. Es ist wie bei uns, wenn sie gesund sind, gehen sie nicht zum Arzt. Wenn sie krank sind, gehen sie zum Arzt. Die Nachrichten sind voll von schlechten Nachrichten, weil die guten Nachrichten langweilig sind. Aber wir hören deshalb erstmal von den negativen Daimones. Aber Fun Fact am Rande, das griechische Wort für Glück ist Eudaimonia. Da ist nämlich auch Daimon drin. Das ist der gute Dämon. Also deswegen muss man sehr vorsichtig sein und sagen, Dämon, 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 alles. Nein, Daimon ist erstmal nur Lebensenergie. Und was wir dann mit dieser Lebensenergie machen, ob fremdgesteuert, ob eigenverantwortlich, das führt sie zum Guten oder zum Schlechten. Satan ist im Neuen Testament eine merkwürdige Figur, wo man sich fragen kann, ist auch das eher eine. Ist es also Neudeutsch, also Deutsch würde man sagen, ist es das Böse oder der Böse? Es ist gar nicht so genau klar. Es ist eine Figur, jetzt brauche ich mal deine Expertise im Buch Hiob. Ist es da auch Satan? Im Prolog, ja, natürlich. Im Prolog. Er kommt also an dieser Stelle, er spielt im Neuen Testament im Endeffekt die Rolle eines Anklägers. Der ist also quasi der Staatsanwalt. Er ist gar nicht in sich erstmal der Böse, obwohl er hier so insinuiert wird, sondern er ist erstmal eine Art Prüfer, der die Motivation des Menschen prüft. Hier wird er personalisiert als eine Figur, die sich des Judas Iskariot bemächtigt und damit steht der Lukas durchaus in einer hellenistischen oder heidenchristlichen Tradition, die wir auch bei Paulus schon sehen können, wo Satan eben nicht mehr nur Ankläger ist, sondern Gegenspieler. Das ist quasi die Gegenfigur zum guten Jesus. Ja, ich würde aber ganz kurz zurückfragen, und das war, was ich eben andeuten wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber in neutestamentlicher Zeit galt auch, der Satan kann sich nicht eines jeden bemächtigen, sondern die Person muss sozusagen die Schwäche zeigen, in die der Satan einfallen kann. Also, wenn der Satan auftritt, bei hier ist es keine komplette Freisprache von Judas. Es sagt auch nicht gleichzeitig, dass er der Böse ist, aber Ja, sagen er wir ist mal, das schwache Glied. ja, bin ich wieder skeptisch. Jetzt, weil von Maria Magdalena wird gesagt, sie wurde auch von 7 unreinen Geistern gereinigt. War sie jetzt dafür willig oder war sie dafür nicht willig? Schwierig zu sagen. Ist das eine Bildsprache? Sind damit möglicherweise ganz andere Motive gemeint? Wird schwierig. Wir haben, jetzt weiß ich leider auswendig nicht, in welchem Evangelium, könnte Matthäus, könnte Markus sein, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Diese bemerkenswerte Rede Jesu, wo er über seine eigenen Exorzismen, wenn ich es mal so sagen darf, sagt, im Prinzip wirken die gar nichts, weil ein Dämon, der exorziert wird, der ausgetrieben wird, ist nicht weg, sondern der wandert umher durch wasserlose Wüsten und kommt nach einiger Zeit zurück und findet das Haus, das gereinigt ist, rein vor und der bringt noch 7 andere mit. Also der Mensch, der da war. Also ob man jetzt sagen kann, es muss so eine Art aktives, also in der Bildwelt des Neuen Testamentes, meine ich jetzt, ne? Ob du deine These, ich will die jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber ich bin da skeptisch, ob man die so monokausal lesen kann oder ob das nicht auch ein fremdgesteuertes Verhalten sein kann, so wie ich sage, wir Menschen sind fehleranfällige Wesen. Manche Fehler begehen wir, weil wir in Situationen geraten, aus denen wir nicht fehlerfrei mit sauberen Händen rauskommen, dilemmatöse Situationen. Und manche Fehler begehen wir im vollsten Bewusstsein, vielleicht weil sie uns auch Spaß machen. Und in dieser Spannung würde ich das belassen. Also war der Judas Iskariot jetzt hier tatsächlich vernunftgesteuert und hat sich quasi, wie du sagen würdest, für ihn geöffnet und hat ihm diese negative Energie quasi mitgenommen? Oder ist er möglicherweise in der historischen Situation, die für uns ja enorm schwer greifbar ist. Was ist damals da im Jüngerkreis los gewesen? Ich habe ja da eine Theorie zu, aber das ist eben auch nur eine Hypothese, die ich habe. Ja, da gibt es Gründe für, aber die kann natürlich vollkommen falsch sein. Hat er da nicht möglicherweise einen Plan geschmiedet mit einer guten Absicht,
die sich aber als völlig verquer und falsch erwiesen hat, worin dann auch sein Scheitern begründet. Ich könnte das ganz kurz ausführen. Die gute Absicht ist, dieser Jesus ist ihm zu lieb. Er will das Reich Gottes aufrichten, dieser Jesus macht nichts. Und jetzt in dieser Bildsprache könnte man sagen, er hat die Motivation, wenn ich ihn in die Enge dränge, dann wird er doch zu den Waffen rufen und dann geht's los und das tut dieser Jesus dann nicht. Und dann ist die Enttäuschung groß, dass er sich dann quasi zurückzieht, suizidiert, wie auch immer. Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung? Da könnte man sagen, er hat eine positive Absicht gehabt, die natürlich völlig fehlgeleitet war. Wie bewusst war die Fehlleitung? Ist eine dilemmatöse Situation? Ich bin da vorsichtig, was das angeht. Könnte sein, dass du recht hast, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter. Deshalb diskutieren wir auch im Aufzeug, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt. Was auf jeden Fall auffällt bei Lukas im Vergleich zu Markus, und da kommen wir jetzt zu, dass zwischen Judas und Jesus ein größerer Kontrast aufgebaut wird. Erst natürlich durch die Szene, da fuhr der Satan in Judas und Judas tritt jetzt nun als Spieler auf, der mit dem Hohenpriester berät, also wirklich den Plan macht, die Falle legen möchte. Und dann geht es eigentlich normal weiter wie bei Markus auch, aber wir haben einen wichtigen Unterschied dann in der Gethsemane-Szene, wenn ich da direkt springen darf, wenn du zustimmst. Ja, Denn da haben wir auch wieder. vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil das jetzt so ein bisschen der Dissens, meine ich jetzt wirklich gut ist zwischen dir und mir, Okay. weil die Spannung drin ist. Die Frage bei meiner These, also bei deiner These ist ja der Judas berät mit denen. Bei meiner These wäre es sprachlogisch, ist es wirklich Judas oder ist es der Satan, der mit den Hohepriestern da über die Figur, also der personalisiert sich quasi in Judas und missbraucht ihn für diese Verhandlung. Die Frage kann man ja stellen aufgrund des Textes. Ja, aber der Text sagt deutlich danach auch weiter, Judas ging zu den hohen Priestern. Er sagt Ja, nicht, ja, ja. der Satan ging zum. Ja, weil Also die menschliche Komponente ist absolut wichtig für Lukas. Das ist auch sehr, sehr ja, deutlich. aber Und da, in dann kommen wir Judas. nämlich, dann kommen wir jetzt, warte gut, dann kommen wir direkt zu der Gethsemane-Szene. Ja, mach mal. Das ist eine Änderung nämlich. Da haben wir auch wieder diese Kussszene und alles. Also, wir sind Lukas 22 immer noch, Vers 47. Noch während er redete, siehe, da kam eine Schar Männer und der Judas hieß, einer der 12, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Und jetzt kommt das Neue bei Lukas. Jesus aber sagte zu ihm, er sagte nicht, Satan, da bist du oder sowas, sondern er sagt zu Judas deutlich, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus und geht damit in direkte Ja, Konfrontation zu ja. seinem Apostel Judas. Wobei der Leser ja weiß, der Satan hat sich Judas bemächtigt. Das ist ja die Spannung, die da ist. Siehst du einem Menschen an, dass er gerade das Werkzeug Satans ist? Wenn wir die pastorale Idee Sieht von Max Jesus Bonn. einem Menschen an, ob er das Werkzeug Satans Ja, ist? Das ist die Frage, nicht ob der Leser das sieht. da machen wir natürlich das nächste Fass auf. Vielleicht machen wir da mal einen eigenen Abend zu. Zur Frage: Wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Wusste er das? Aber darüber reden wir nicht. Wir reden über die Perspektive des Erzählers hier. Vorsichtig. Ja, wenige Verse vorher sagt genau dieser Jesus: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn er so hellsichtig gewesen wäre, dass er das alles durchschaut, hätte er nicht Blut und Wasser schwitzen müssen. Er hat gesagt: Gut, ich muss die Nummer jetzt durchgehen, ist wie ein Zahnarztbesuch, ich bin der Sohn Gottes, der wird mich rausholen. Nicht schön, aber machbar. Weiß Jesus nicht. Von daher weiß man nicht, ist Jesus wirklich da in der Lage, hinter diese Kulisse zu schauen, was da in diesem Judas los ist. Die Frage würde ich offen lassen. Ich würde sie offen, An ich will sie gar anderen nicht Stellen im beantworten. Lukas-Evangelium erkennt er die Dämonen. Ich weiß, oder die erkennen ihn. Also es Noch ist, schlimmer. wir machen mal einen Abend zu diesem Thema, weil die hochinteressant ist, hochinteressant. Wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Die ist total spannungsreich in meinen Augen, nicht eindeutig zu beantworten. Deswegen will ich ja, ich will dir gar nicht in dem Sinne widersprechen, um Gottes Willen. Naja. Ja, sondern ich will einfach diesen Kontrast mal daneben legen, dass man sagen kann, es könnte auch sein, dass er das nicht ahnt und dass da genau die Spannung letzten Endes in diesem Text ist, dass der Judas fremd, dass das auch ein Ergebnis sein kann für die Reaktion des Judas, die wir im Lukas-Evangelium mal gleich sehen werden, wie er Dann darauf kommen wir jetzt reagiert. nämlich genau, dann ist der nächste Streitpunkt für uns wird dann sein, wie deuten wir den Tod von Judas? Genau. Weil das wird dann sehr, sehr deutlich. Also lesen wir es einfach, bevor wir drüber Lesen streiten. wir es, Also genau. dann müssen wir kurz springen. Wie gesagt, wir hatten es vorhin schon mal gesagt. Man Ja. spricht vom lukanischen Doppelwerk, das Ja. Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte gehören zusammen. Und nun treffen wir also auf das Ende des Lebens von Judas, was wir bei Markus ja nicht erzählt bekommen hatten. Wir Richtig. sind Apostelgeschichte, erstes Kapitel direkt. Am Genau. Anfang,
Und wir fangen mal an bei dem Vers 15. Richtig. In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte: Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Soweit erstmal ja alles gut, ne? Ehrentitel Apostel. Aber nun, mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vornüber zu Boden. Sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Achel Damach, das heißt Blutacker. Denn es steht im Buch der Psalmen: Sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen und sein Amt soll ein anderer halten. Und dann wählen sie Matthias dazu. Genau. Das ist natürlich eine bemerkenswerte Szene, die wir so nur hier bei Lukas, Schrägstrich in der Apostelgeschichte, finden, der halt da eine Deutung macht. Diese Szene mit dem Blut, also diese These mit dem Blutacker, wird gleich in einem anderen Evangelium nochmal kommen, aber mit einer komplett anderen Motivation. Es hat also etwas Ätiologisches. Es gab offenkundig in Jerusalem einen Ort, den man den Blutacker nannte, und die Herkunft dieses Namens scheint umstritten gewesen zu sein. Der Lukas hat hier eine These dafür. Nämlich, dass dieser Judas sich von dem Geld, das er bekommen hat, das in die eigene Tasche steckt, um sich damit einen Acker zu bauen, da überfällt ihn quasi das Schicksal. Er suizidiert sich hier nicht, sondern er kippt von über und der Leib zerbirst, platzt also auseinander. Und jetzt ist die Frage, erstmal ist die Frage, ist das historisch glaubwürdig? Würde ich schon mal ein Fragezeichen hintermachen, sonst hätten wir die Szene in anderen Evangelien auch. Das heißt, der Lukas deutet hier das Schicksal des Judas auseinander. Jetzt ist die Frage... Mach das nochmal ganz deutlich, wenn es um die historische Deutung geht. Wir haben einfach zwei verschiedene Geschichten. Wir haben die Variante bei Matthäus: Judas hängt sich selbst auf, also Selbstmord. Und hier bei Lukas haben wir die Szene, dass er plötzlich tot ist. Warum? Das müssen wir jetzt besprechen. Und wovon er von überkippt, ob von einem Felsen oder einfach nur zu Boden oder wie auch immer, wird ja alles gar nicht geschildert. Der Leib platzt auseinander. Jetzt ist die Frage, ist das so eine Art Strafe Gottes, der da jetzt quasi wirkt, oder ist das das endgültige Werk des Satans, der jetzt irgendwie aus diesem Judas herauskommen muss? Das bleibt ja offen. Das bleibt völlig offen, auch hier. Der Judas kann jedenfalls irgendwie nicht weiter existieren. Er kann nicht Teil der weiteren Geschichte, also innerhalb des Apostelkollegiums schon mal sowieso nicht. Der ist ja draußen. Der ist schon im Prinzip nach seiner Auslieferung im Garten Gethsemane draußen. Es kann sich also auf keinen Fall um eine Art, wie soll man sagen, Absprache innerhalb des Apostelkollegiums gehalten haben. Der hat irgendetwas auf eigene Rechnung gemacht. Irgendwas. Und irgendwie muss dieses Schicksal geklärt werden. Der kann ja nicht im Off verschwinden wie im Markus-Evangelium, wo der vielleicht seiner Wege gegangen ist. Und Lukas nimmt jetzt hier diesen Ort, Blutacker, und versieht ihn mit einer Deutung, dass hier das Schicksal des Judas erklärt wird, damit das auch als Motivation dient. Die 12-Zahl muss wiederhergestellt werden, denn direkt danach kommt ja die Nachwahl des Matthias. Nachwahl kann man nicht sagen, eigentlich die Zulosung des Matthias, der die 12-Zahl dann wieder vervollständigt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei Markus, da gibt es diesen Satz: Wehe dem, der den Menschensohn verrät. Ja. Das haben wir jetzt nicht zitiert, aber das wird natürlich auch bei Lukas gesagt. Wird bei Lukas auch gesagt, genau. Bei Markus heißt eigentlich aber eigentlich, okay, es muss eine Gottesstrafe folgen. Die folgt nicht. Jetzt, das ist meine Deutung, bei Lukas folgt diese Gottesstrafe. Der Text sagt, lass mich kurz ausführen. Bitte. Der Text sagt es nicht, das gestehe ich dir direkt zu. Wir lesen nur, dann stürzte er vornüber zu Boden. Das kann dir passieren, kann mir passieren, wir können stolpern. Schlecht aufgekommen. Der Text wird aber sehr drastisch, ne? Also wenn wir bald zu Boden fallen, hoffentlich passiert uns nicht das, was dem armen Judas passiert ist. Sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Also das ist sehr bildlich, keine Frage. So, und jetzt mein Beleg dafür, dass es die Gottesstrafe ist. Wir springen zurück ins Alte Testament. Zurück ins Buch der Weisheit, ein sehr junges Buch, auf Griechisch verfasst auch. Und da gibt es im 4. Kapitel die schöne Stelle, wo geredet wird über diejenigen, die Gott lästern, Gott verachten etc. Dann werden sie, also die Gotteslästerer, die werden verachtete Leichen sein, ewiger Spott bei den Toten.
Denn er, Gott, stürzt die Verstummten kopfüber und reißt sie aus ihren Grundfesten. Sie werden völlig vernichtet und erleidet Qualen, die Erinnerungen an sie verschwindet. Das ist doch relativ nah, oder? Das ist relativ nah. Und wenn ich jetzt sage, wenn der Satan ein Ankläger ist, könnte der auch hier seine Finger im Spiel haben. Wir Dann wissen ist, es eindeutig. Da treffen wir uns jetzt mit der Theorie, weil natürlich Genau. aus dem Alten Testament Satan, auch beim Prolog von Hiob, wo wir hingewiesen haben, Genau. eben sozusagen ein Beamter Gottes ist. Richtig. Er Genau. Ausführungsorgan Gottes. Genau. Dann hast du aber wieder den Punkt, dass du zurückgehen kannst und wenn dann steht, da fuhr der Satan in Judas ein, Genau. ist das Das dann der Auftrag Gottes? ist ja genau das Dilemmatöse an dieser Geschichte. Das ist ja genau der Haken, der dahinter ist. Das heißt, modern gesprochen würde man sagen, der Judas ist nicht nur schuldunfähig, sondern, und das ist ja ein bisschen die gefährliche These, die wir in diesen heidenchristlichen Evangelien manchmal haben, wo er auch dann hier Anselm von Canterbury mit der Satisfaktionslehre, und sie haben ja einen biblischen Anhalt letzten Endes. Gott opfert seinen Sohn. Und zwar nicht im Sinne von Sacrificium, sondern von Victima. Ja, also als Versöhnungsopfer. Das ist ja ein Deutemoment, das wir im Neuen Testament durchaus haben, das eben nicht jüdisch insinuiert ist, wie wir es im Hebräerbrief beispielsweise haben, sondern das aus der heidenchristlichen oder heidnischen Götterwelt kommt. Und dann wird der Satan quasi zum Handlanger Gottes, der letzten Endes ja irgendwie im Buch Hiob auch ist. Dann sind wir jetzt wieder zurück bei Paulus. Vielleicht hat Paulus dann das doch richtig gesehen. Ich weiß nicht, ob es im Römer oder im Galaterbrief ist, aber wenn er schreibt, dass Gott ihn übergeben hat. Ja, genau. Na? Und das ist ja eine These, die wir finden die mehr oder weniger ausführlich in allen Passionsgeschichten, am ausgeprägtesten im Johannesevangelium, ich habe es vorhin schon erwähnt, wo Jesus der Souverän des Verfahrens ist, was historisch natürlich völlig absurd ist, aber Jesus ist der Herr des Verfahrens, der den Pontius Pilatus so recht, was deine Macht wäre, hättest du nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, der besteigt quasi den Kreuzesthron und so weiter und so weiter. Das ist natürlich eine neutestamentliche Sicht nachösterlich, wo man weiß, der Sieg Christi steht eigentlich längst fest. Historisch wird in der Situation die Situation ganz anders gewesen sein. Das Interessante aber bei Lukas ist, dass dieser Judas nicht einfach nur verschwindet, weil man ja dann fragen muss, das wird ja hier betont, er war einer der 12, er wurde ihnen zugerechnet. Wie geht man denn mit so einem lebenden Judas um, der irgendwo noch in Judäa oder Samaria oder Galiläa wohnt und lebt? Was machen die jetzt mit dem? Ja, ist der einfach weg oder wie auch immer? Der Es Lukas braucht die Gottesstrafe, der oder Lukas, Satansprache in wie deinem auch immer, Fall. Es braucht eine Bestrafung. der Lukas liefert auf diesen Antwort, die der Markus völlig offen lässt, auf diese Frage, die der Markus völlig offen lässt, eine Antwort. Er liefert eine Antwort und er benutzt dafür offenkundig diesen Ort Hachelder Mach, also Blutacker, der uns ja gleich in einem anderen Text nochmal begegnen wird. Genau. Kurzer Teaser noch, wir kommen nachher zum Johannesevangelium und da würde ich sogar die These vertreten, dass Jesus dem Satan anweist, in Judas reinzufahren. Aber da kommen Wie wir gleich noch gesagt, zu. Johannesevangelium, Jesus ist der Souverän des Verfahrens. Im Johannesevangelium erscheint, das werden wir gleich sehen, im Johannesevangelium scheint es fast so, und das ist die These, die in der ZDF-Doku auch so ein bisschen vertreten worden ist, das ist die These übrigens, die Amos Oz in einer Variante auch vertritt, Jesus hat Judas geschickt. Da wäre Jesus quasi, das ist natürlich jetzt brandpolemisch und gefährlich. Jesus nimmt die Rolle des Satan aus Lukas ein. Also es ist fast so, dass Jesus einen Plan hat und den Judas da entsprechend verzweckt. Das war Johannes Evangelium, kommen wir gleich zu. Der Satz bleibt bei mir hängen. Jesus nimmt die Rolle des Satans ein. Ja, lass Wunderbar. den mal sacken. Wie gesagt, der ist natürlich hochpolemisch, das weiß ich, höchst missverständlich. Aber das ist ja genau, wie ich sage, immer, woher kommt das Böse in der Welt, wenn wir wirklich an den Vater, den Allmächtigen glauben, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dann ist auch Satan ein Geschöpf Gottes, der im Schöpfungsplan irgendeine Rolle spielen muss. Da kommt man da nicht ein Gegenspieler, einen gleichberechtigten Gegenspieler, der Gott wirklich gefährlich werden könnte, verträgt unser Gottesbild ja eigentlich nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Null. Da wird die Sache natürlich speziell, wenn man das zu Ende denkt. Die wird sehr speziell. Deswegen, also Wir sind aber bitte. schon jetzt, wir sind jetzt schon bei einem speziellen Thema, Ja, weil wir ja bei wie gesagt, Judas das wirklich ist eine schillernde Figur cum grano haben. salis, aber wir lassen mal diese Implikation einfach mal so stehen. Die ist speziell. So. Also haben wir zur These vorgearbeitet, bei Lukas geht so ein bisschen sogar eine Ehrenrettung einher, weil Judas irgendwie doch freigesprochen wird.
Und das Ja, beginnt nämlich auch. er ist dann irgendwie modern, würde man sagen, er ist schuldunfähig. Eigentlich ist er schuldunfähig. Merkt aber, also jetzt mal egal, warum der Leib jetzt zerbiert, ob Gottes Strafe, ob Satan da aus ihm auswärts oder ob er einfach unglücklich gestolpert ist, wie auch immer. Eigentlich wird der Judas hier entlastet. Faktisch wird er entlastet. Er ist ein Werkzeug, fremdbestimmt. Jetzt gucken wir mal im Matthäus-Evangelium, da haben wir nämlich die zweite Überlieferung über seinen Tod. Und da würde ich ja die These vertreten, dass er mit seinem Tod Buße begeht. Aber gehen wir der Sache nach langsam mal vor. Also, wo wollen wir einsteigen bei Matthäus? Matthäus, ich habe mir aufgeschrieben, ich hoffe, das ist richtig, 26,14. Siehst du das auch so? 26,14 fangen wir an. Siehst du Genau, das auch da sind wir so? wieder bei der Auslieferung zu einem hohen Priester. 26,14, darauf ging einer der 12 namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Bei Markus hatten wir ja, der tritt mit denen irgendwie in Kommunikation und die bieten ihm Geld. Bei Lukas hatten wir, vom Satan besessen, geht er dahin und dann findet eine Verhandlung statt. Hier fordert er Geld. Hier ist er der aktive Part, der einen Plan verfolgt. Ich will jetzt noch gar nicht sagen, ob der jetzt negativ oder positiv aus seiner Sicht ist. Er verfolgt einen Plan. Also die Motivation ist ja schon mal komplett anders gelagert. Hier ist ein ganz aktiver Part. Er hat eine Idee, die er hier verfolgt, die ihn dann zu den Hohepriestern bringt und die ihn da auch diese Geldforderung setzen lässt. Und als Erstleser stolpert man erstmal und denkt, okay, hier geht es um Habgier. Der will nur Geld dafür haben. Das Genau. wäre die erste Reaktion, die wir beim Lesen Genau. bekommen. Genau. So, und dann steht da, sie boten ihm 30 Silberstücke. Genau. Ungefähr für uns umrechnen sind 120 Denar, das heißt 120 Tageslöhne für einen Tagesarbeiter Also in der damaligen schon Zeit. Keine schlechte Summe, das ist ein okay. Halbjahreslohn, kann man sagen. So, jetzt meine Lieblingsfrage. Hat das eine symbolische Bedeutung, lieber Werner? Du wirst sie mir gleich beantworten. Wenn du mich so fragst, dann wirst du wieder mit dem Natürlich, Alten wenn ich was Testament weiß, kommen. frage ich immer doof, Natürlich. weil ich ja hoffe, dass du es nicht weißt. Deswegen hab ich dir ja vorher geschrieben, was hat das Alte Testament dazu zu sagen? Und dann schreibt mir der Kollege Tilmackensteiner nichts. Und dann weiß ich genau, er wird wieder mit irgendwelchen komischen Fragen kommen. Aber ich spiegel die Frage zurück. Hat das eine symbolische Bedeutung, Till? Gibt es da einen Hinweis aus dem Alten Testament? Man kann was konstruieren, was ich sehr schön finde als Deutungshorizont. Erstens haben wir beim Buch Sacharja eine große Deutung, wo der Prophet auftreten soll gegen die Hirten Israels und ihnen verdeutlichen soll, dass sie ihr Volk ausnutzen und Gott ausnutzen. Und da werfen die Hirten dem Propheten 30 Silberstücke entgegen und Gott sagt, das seid ihr, also das glaubt ihr, was ich euch wert bin. Sozusagen das ist die abwertende Summe. Und die Summe kommt aber wieder. Jetzt machen wir doppelt Intertextualität. Die kommt nämlich zurück aus dem Buch Exodus, weil 30 Silberschekel sind die Summe. Und jetzt wird es sehr speziell, aber ich glaube theologisch interessant, sind die Summe, Werner, wenn dein Rind meinen Sklaven töten sollte, dann musst du mir 30 Schekel für meinen Sklaven ersetzen. Also sind 30 Schekel der Wert eines Sklaven, also eines unfreien Menschen. Das ist theologisch interessant, oder? Das ist sehr interessant, ja, weil auch das ja wieder in eine Reihe von Deutemustern zumindest ansatzweise hineinspielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Gottesknecht-Idee mit Sklaverei zusammenhängt, aber der Knecht ist halt auch unfrei. Er ist seinem Schicksal ausgeliefert. Wobei, da würde ich dich Ja, bremsen, weil der Knecht ist im Alten das vermischt Orient jetzt nochmal mehrere Ehrentitel. Bildbände, Aber das hier haben wir ist wirklich schon klar. der Wert eines Sklaven. Das ist, was er erhält dafür. Das zeigt so diesen krassen Gegensatz auf, der sich da Und abspielt. macht natürlich jetzt, wie gesagt, bei Markus völlig offen. Bei Lukas haben wir gerade gesehen, da wird der Satan als Erklärungsmuster hineingezogen. Hier ist es offenkundig, zumindest auf den ersten Blick, erstmal auch eine böse Motivation, die da im Raum steht. Genau, die böse Motivation ist ganz, ganz deutlich und der begegnen wir auch in einem interessanten Aspekt, wenn wir dann weitergehen zur Abendmahlszene. Genau, ja. In der Abendmahlszene ab Vers 20, also wir sind Matthäus 26, Vers 20, heißt es da, als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Und während sie saßen, sprach er: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem anderen fragte: Bin ich es etwa, Herr? Jetzt ist wichtig, den Satz müssen wir ganz nochmal kurz wiederholen, weil er gleich wichtig ist. Alle fragen, bin ich es etwa Herr?
Ja. Und dann geht's weiter. Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. So, normalerweise würden wir jetzt einen Punkt erwarten und darüber würden wir reden. Aber hier geht's weiter. Ja. Hier liegt noch ein wichtiger Satz. Da fragte nun nämlich Judas, Jesus, eben der ihn ausliefert, bin ich es etwa, Rabbi? Bin ich es etwa, Rabbi? Und Jesus antwortete, du sagst es. Allein die Frage zeigt schon durch die verschiedene Anrede, dass Judas von den anderen 11 Jüngern unterschieden wird. Bei Matthäus reden die Jünger ihn immer als Herr an, im Endeffekt als Lehrer und Meister. Er nun aber benutzt den Begriff Rabbi und sozusagen, man könnte fast zuspitz sagen, und stellt sich jetzt schon auf die Seite der Schriftgelehrten und der Hohenpriester, Ja. die diesen Titel auch verwenden. Ja. Das Interessante ist ja, dass auch vorher gesagt wurde, einer nach dem anderen fragt. Er scheint also zweimal zu fragen. Er geht dann nochmal gesondert heraus, was seine Entscheidung nochmal bewusst provoziert. Die Antwort Jesu, du sagst es, das ist wieder so eine von diesen Antworten im Neuen Testament, wo ich sagen kann, da kennst du, was ich sagen werde. Da kann man sagen, du sagst es oder du sagst es. Der griechische Text Syepas legt nahe, dass er gesagt hat, du sagst es. Also nicht nur affirmativ, sondern eigentlich zurückspiegelnd auch, dass die Entscheidung Das ist auf deine Entscheidung. Du das machst ist deine das. Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Du hast das gemacht, ne? Nicht du sagst. Also es scheint auch hier fast zu sein, dass der Jesus ahnt, dass da was im Busch ist. Das wird er natürlich vielleicht auch gerüchteweise mitbekommen haben. Aber vielleicht, ja doch, er muss ja gewusst haben, wer es ist, weil er ja vorher sagt, der mit mir die Hand tunkt, das hatten wir ja schon mehrfach Ja. jetzt hier. Aber jetzt ist im Prinzip dieses Zurückspiegeln im Griechischen die Doppelung des Personalpronomens sy und dann des Personalsuffixes im Verb epas, betont eigentlich nochmal, es ist deine Entscheidung gewesen. Also eigentlich von daher nochmal eine ganz andere Motivation, als wir sie bei Lukas hatten, wo die Fremdbestimmung war. Hier ist es wirklich eine Eigenbestimmung des Judas Iskariot. So. Und jetzt springen wir direkt weiter, um die Wortverbindung hinzubekommen, nach Gethsemane. Da sagt Judas nämlich wieder Rabbi. Also die ganze Szene kennen wir mittlerweile, müssen wir nicht ausführen. Wir steigen ein bei Vers 49. Also da sind jetzt alle versammelt im Garten zum großen Showdown. Und sogleich ging er, Judas, auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Wieder derselbe Begriff, dieselbe Anrede. Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm, Freund, eigentlich würde ich lieber da übersetzen, Freundchen, ehrlich gesagt. Du, mein Ja, Freundchen. ich Dazu. lese mal weiter. Ich gucke mal gerade, was der griechische Text macht. Ob da. In der Einheitsübersetzung steht da Freund, also Ja, Jesus ja, ja, erwidert ja, zu ja. Judas: Freund, dazu bist du gekommen? Als Frage formuliert. Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Meine Frage an dich jetzt, während du den griechischen Text guckst: Könnte ich nicht besser auch übersetzen Freundchen, also schon mahnend? Und muss das unbedingt eine Frage sein? Dazu bist du gekommen? Oder sagt er vielleicht Freundchen, dazu bist du gekommen? Das ist deine Absicht, mach das, was du machen musst. Also, der griechische Text formuliert keine Frage, Bist sondern du? steht ein Punkt. Also kein Fragezeichen im Griechischen, sondern ein Punkt. Ich muss jetzt mal gerade in den textkritischen Apparat gucken, ob der was anderes, weil da gibt es textkritische Varianten, aber nicht zu dieser Stelle. Du Also musst steht. aber weiter ins Mikrofon sprechen, damit man dich gut Ach hören so, ja, kann. Entschuldigung, Entschuldigung. Also der griechische Text sieht einen Punkt vor. Es gibt aber textkritische Varianten, aber die Interpunktion bleibt immer dieselbe. So, und dann steht da ein merkwürdiges Wort im Griechischen, das, was jetzt mit Freund übersetzt ist, und zwar hetaire. Es steht nicht Philios oder Philie oder irgendwie sowas da, sondern hetaire. Das weiß ich jetzt auswendig, ehrlich gesagt, nicht, was es bedeutet. Ich drehe mich mal gerne rum, während du erzählst, und guck mal in mein Griechisch-Lexikon, was da als an. Guck nach. Ich würde sagen, es ist nämlich Erzähl etwas mal was, schau Abwertendes, mal eben nach. wo man sagt, ja, Freundchen, also schon dieses sich zur Brust nehmen. Also, es ist Und jetzt dann nicht. übersetzen wir es doch mal. Es ist jetzt nicht das ganz modernste Lexikon, das habe ich 2 Etagen tiefer, da renne ich jetzt nicht hin, aber ich gucke mal hier in ein Es anderes wird gut. Lexikon rein. Also währenddessen schlage ich mal eine andere Übersetzung vor. Also Ja, Jesus mach erwiderte das. ihm, Freundchen, deshalb bist du gekommen. Jetzt könnte man auslegen, das ist deine Aufgabe in dieser Welt, mich auszuliefern. Oder mit erhobenem Zeigefinger, dazu bist du gekommen, nicht nur als Frage, sondern wirklich als Vorwurf, um mich zu küssen, um mich so auszuliefern.
Also durch und durch finde ich hier eine Sprache, die ein Vorwurf ist. Ja. Und dann könnten wir darüber diskutieren, ob es das Eingeständnis ist, ja, Judas, das ist eine Aufgabe, du musst das machen. Oder der Vorwurf ist, warum machst du es, wie du es machst? Also, Hetaireia, das ist schon interessant. Also das vertraute Freund, also Philios oder Philia, ist es nicht, sondern Hetaireia wäre die Kameradschaft, also Verbrüderung, Freundschaft. Also es hat etwas Funktionaleres an sich. Guck mal gerade, Hetaireos. Wo haben wir denn Hetairos? Da steht nur befreundet als Gefährte, Genosse, Anhänger, Begleiter, Schüler. Also es ist nicht das vertraute Freund, was man mit Freund im Wortsinne meinen würde. Es ist also Aber das Freundchen. Lexikon, was du gerade aufgeschlagen hast, legt nicht nahe, dass es eine negative Konnotation haben könnte. Nee, es ist einfach es ist eine Distanz, negative Kontextualisierung nicht. Es ist eher so eine. Es ist eine erzwungene Gefährtenschaft, die nicht auf freiwilliger Zustimmung beruht. Also Kamerad, ne? In dem Sinne. Okay. Also es hat etwas, ja, wenn du das negative Konnotierte da haben willst, dann ist es eben nicht das Enge, was mit der Philia verbunden wäre, was eine Herzensverbindung, eine Seelenverwandtschaft Und wäre. was machst du daraus, dass es eigentlich keine Frage ist? Ich bin auch eben bei dem Heteros. Das Wort Hetäre kommt übrigens davon. Das ist Sprachverwandt. Was ich daraus mache, das ist keine Frage. Also erstmal bin ich verwundert, dass das natürlich die Einheitsübersetzung hier wieder eine Frage daraus konstruiert. Moment, ich muss mal eben zu den verschiedenen Büchern, die ich habe. In diesen Momenten merkt man, dass wir nicht, dass wir kein Vorgespräch führen. Genau, das macht die Sache aber auch interessant. Hier, ist eine Feststellung, ist affirmativ. Ist einfach affirmativ. Also, Es passiert jetzt. dazu bist du gekommen. Dazu Aber bist du dann, gekommen. Punkt. worauf bezieht sich das dazu? Ja, auf die Auslieferung. Das dazu steht schon mal im griechischen Urtext. Da habe ich mich gerade auch geguckt. Ich gucke mal eben gerade, was da steht. Ja, doch, schon. Zu diesem bist du gekommen. Ja, pare. Steht doch da. FH bist du gekommen. Also dazu, ja, dazu. Letzten Endes versucht er jetzt hier, Jesus, diese Situation wieder in den Griff zu bekommen, indem er dem Judas jetzt, er erwartet ja, ist keine rhetorische Frage. Hier im Matthäus-Evangelium in der Einheitsübersetzung ist es ja quasi eine rhetorische Frage. Und hier ist es einfach, es passiert jetzt. Du bist gekommen, jetzt passiert es halt. Das wäre wieder die Theorie des Souveränen, beziehungsweise des auch, es muss so sein. Jetzt bist du da, du lieferst mich aus, es passiert. Das ist Die ja ein Stunde Komma. ist gekommen. Wir sind ja im Bereich der Evangelien. Ne? Wir sind jetzt nicht im Bereich irgendwelcher außerchristlichen Schriften. Das muss man immer sagen. Die Leserinnen und Leser der Evangelien wissen, was passieren wird. Die Geschichte ist bekannt. Sie wissen, der wird am Kreuz sterben. Sie wissen, der wird von den Toten auferstehen. Zumindest nach dem christlichen Glauben. Das ist ja völlig unzweifelhaft. Und das Schicksal nimmt jetzt seinen Lauf. Die Frage ist, welche Rolle wird dem Judas dazugewiesen? Welche Rolle hat er? Genau, ist es seine Rolle, ihn auszuliefern, oder ist es im Narrativ, er ist halt derjenige, der ihn ausliefert, aus böser Absicht? Das schwingt immer Ja, so mit sagen als wir mal, Frage. bei Matthäus kommt jetzt eine Motivation zum Tragen. Im Matthäus-Evangelium wird er sich ja gleich auch suizidieren, was wir ja auch so in den anderen Evangelien nicht in dieser Weise haben. Wo man nochmal die Frage stellen kann, er handelt aus eigenem Antrieb. Und dazu bist du gekommen, bestätige das nochmal. Du handelst aus eigenem Antrieb. Was ist deine Idee hier hinter? Wenn wir jetzt gleich sehen, dass er sich zu suizidieren wird, das Schicksal, wird ja doch die Frage laut. Wenn er doch die Idee hatte, hier einen Verrat zu begehen, sich auf die Seite der, also das ist ja das, was der Matthäus macht, das hast du ja gesagt mit dem Begriff Rabbi, er schlägt ihn auf die Seite der Gegner. Warum bringt er sich dann um? Er hat doch sein Ziel erreicht. Warum bringt er sich dann um? Was bei mir die Frage aufwirft, aber das ist jetzt eine hypothetische Weiterführung, die ich mache. Ich fühle jetzt im Prinzip die Fragen, die der Matthäus, der Text aufwirft, fühle ich jetzt mit meiner Idee. Das gebe ich gerne zu, das ist meine Idee, die aber eben auch andere auch hatten. Dass dieser Jesus dem Judas
der ja Sikarier ist, also eigentlich ein Terrorist, der die Römer aus dem Land haben will. Vielleicht, da wäre ich noch vorsichtig mit der Namensdeutung. Ja, einverstanden, aber ist ja eine, der möchte die Römer aus dem Land haben. Unter den Aposteln finden sich andere, die ebenfalls in diese Richtung tendieren. Wäre es nicht eine denkbare Idee, dass der Judas hingeht und sagt, wir sind hier in Jerusalem, ja, es ist Passa, Pessach, die Gelegenheit ist günstig, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dieser Jesus muss doch endlich mal was machen. Und ich setze ihm jetzt quasi die Pistole auf die Brust und dann handelt Jesus nicht. Der handelt nicht, der lässt sich verhaften. Dazu bist du gekommen. Das war dein Plan. Ja? Und dann bricht sein Denkmodell zusammen, was dann die Ursache für den Suizid ist. Sein Plan hat nicht funktioniert. Er hat tatsächlich dann seinen Rabbi, seinen Meister, seinen Lehrer hingehängt und der wird jetzt hingerichtet werden. Ist meine Deutung dieses Dilemmas, was hier eben aufkommen wird. Ne? Okay, ich schließe mir da deine Deutung insofern an, dass ich jetzt sagen würde, Was übrigens noch diese. interessant ist, weil wir im Matthäus-Evangelium, als der Petrus das Schwert, Petrus wird hier nicht genannt, als ist, ein anderer zieht ja das Schwert. Da kommt nämlich dieser Satz im Matthäus-Evangelium, Vers 53. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Das heißt, im Matthäus-Evangelium schwingt nicht explizit im Text, aber als Subtext im Prinzip mit, die Apostel, und da sticht jetzt der Judas Iskariot als Einzelmotivator heraus, haben etwas anderes mit der Bewegung verbunden, als was Jesus wollte. Das ist auch dieses Unverstehen, dass sie ihn die ganze Zeit nicht verstehen. Und meine These ist eben, was dann auch den Selbstmord im Matthäusevangelium als Auflösung erklärt, dass der Judas eigentlich Jesus zwingen wollte, endlich zu den Waffen zu rufen. Endlich den Aufstand oder den Widerstand oder so etwas zu organisieren und endlich zu rufen, Leute, los geht's, ich bin in Gefahr, zu den Waffen, wir greifen an. Genau. Diese These, dass Judas Jesus zum Final führen wollte, hast du jetzt an den Text herangebracht. Was wir auf jeden Fall aber finden am Text, ist, dass Judas versteht, dass er einen Fehler gemacht hat, interessanterweise. Die Figur des Judas bei Matthäus büßt und geht den Weg der Reue. Und könnte man sagen, ja, aber er macht doch einen Selbstmord. Das ist doch gotteslästerlich. Das macht man doch nicht. Es war doch verdammt. Das war doch katholische Lehre, dann darf auf keinen, wer Selbstmord begeht, kommt nicht in den Himmel. Ja, aber Aber da ist, die waren ja noch nicht katholisch, still. Ist ja. zum Glück kannten die damals den Katechismus noch nicht. Aber Genau, Gott sei Dank. bevor wir das jetzt auflösen, was wir jetzt gerade gesagt haben, lesen wir ganz kurz den Text dazu. Also, wir sind jetzt, wo sind wir? Im Kapitel 27, ab Vers 3. Richtig, Richtig? exakt. Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn seine Tat. Das erste wichtige Punkt. Er empfindet Genau, Reue. genau. Reute ihn seine Tat. Er brachte den hohen Priester und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte: Ich habe gesündigt. Ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. Sie antworteten: Was geht das uns an? Das ist deine Sache. Da warf er die Silberstücke in den Tempel, dann ging er weg. Und er hängte sich. Machen wir da erstmal einen Punkt. Das andere kommt dann gleich. Genau. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass der Judas einen Plan hatte, der nicht funktioniert hat. Nach Matthäus. Ich glaube sogar, dass das historisch mit am nächsten an der Wahrheit dran ist. Dass er halt, weil, wie gesagt, wenn man die Motive anderer Apostel, die versuchen schon Ämter unter sich zu verteilen, als sie auf Jerusalem zuziehen und so weiter. Also die haben offenkundig wirklich die Idee eines, ich sag mal allgemein, einer politischen Revolution, einer Revolte, eines Aufstandes, wie auch immer gehabt. So inszenieren die. Das ist nicht das, was Jesus will. Das ist das Unverstehen der Jünger, was die erst nachösterlich begreifen werden. Und man könnte doch jetzt sagen, wenn der Judas aus eigenem geldgierigen Antrieb gehandelt hätte, er hat doch sein Ziel erreicht, steckt das Geld ein, wird glücklich im Leben. Aber genau das passiert nicht im Matthäus-Evangelium. Es reut ihn, er merkt, sein Plan hat nicht funktioniert und dass er sich dann Ganz, so. ganz kurz, Werner, du musst am Text noch deutlicher machen. Das ist genau was der Text ja schön sagt. Es geht nicht um Habgier, sondern in dem Moment, wo Genau. Jesus verurteilt wird, dann versteht Judas, was er da getan hat. Richtig. Und er will das Geld zurückgeben, er will es gerade nicht haben, ja. Und jetzt ist die Frage, wie geht ein Mensch in dieser tiefsten Verzweiflung? Alles, was ihm wichtig und teuer war, ist vollends gescheitert. Er hat das Gesicht verloren.
Harakiri. Okay, red doch mal ganz kurz weiter, weil ich muss eine Bibelstelle Ah, jetzt musst aufschlagen, du. wie das. Okay. Und, also der Selbstmord ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, wie er in diesem Leben vor sich selbst noch bestehen kann. Dass das, aber das haben wir ja in anderen Fällen auch, dass Selbstmord eigentlich das No-Go ist, was ja eigentlich zu unendlichen Verurteilungen bei Gott führt in vielen Religionen, ist, glaube ich, ja nicht mehr die Motivation. Das ist diese tiefe Verzweiflung, die völlige Umnachtung. Der Plan, den ich hatte, hat nicht nur nicht funktioniert, sondern er hat das Wichtigste, Wertvollste, was ich eigentlich habe, meinen Lehrer, was ja wieder die Vertrauensposition unterstützt, umgebracht, ans Kreuz letzten Endes gebracht. Deswegen glaube ich, dass hier bei Matthäus diese Idee, Judas hat einen Plan, der Jesus eigentlich in die Enge drängen soll, damit er endlich zu den Waffen ruft, als Motivation im Hintergrund schwingt, völlig gescheitert, völlig gescheitert. Und, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt, da komme ich gleich drauf zu, dieser Selbstmord muss eben verstanden werden, ein bisschen sogar als Ehrenrettung des Judas. Wir haben im damaligen Kontext, da gibt es auch einen schönen alten Text von mir auf unserer Blog-Day-Werbe über Selbstmord. Selbstmord war im Alten Testament nichts, was verurteilt wurde. König Saul beging Selbstmord. Er war am Ende, hatte Angst vor den Philistern, aber der Erzähler beurteilt das nicht, sondern erzählt davon. Ahitophel, der Berater von David. Um seine Ehre zu retten, begeht er Selbstmord. Den Selbstmord gibt es auch in den Makkabäerbüchern. Er wird nirgends verurteilt, sondern ist oft eine Lösung der Situation. Beziehungsweise hier ist es eine Lösung der Situation, weil das, was hier angesprochen wird, ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert, ist nach dem Buch Deuteronom, was ich gerade nachgeschlagen habe, eine zu verfluchende Tat. Dort heißt es im Kapitel 25, jetzt habe ich einen Vers verloren, aber ich habe einen Finger drauf gehabt, Guck warte. mal, das passiert mir auch, habe ich vorhin auch Ja, gehabt. furchtbar. Du bist alt, mein So, Freund. hier, verflucht, wer sich bestechen lässt, verflucht, wer einen unschuldigen Menschen tötet. Und das ganze Volk soll rufen, Amen. Also, Judas muss doch verstehen, er hat Jesus das unschuldige Blut ausgeliefert und damit ist er ein Verfluchter Gottes. Ihn trifft die Gottesstrafe. Und er nimmt diese Gottesstrafe an, Und indem das er in den Tod geht. stimme ich dir völlig zu, weil ich glaube, dass dann der Text nämlich noch subkutan auch einen Hinweis gibt in dem Moment des Erhängens. Es wird zwar nicht beschrieben, woran er sich hängt. Ist übrigens die Szene, die in Weseler ja auch dargestellt wird, da hängt der Judas an einem Baum. Damit würde auch greifen Deuteronomium 21, 23, wer am Holze hängen stirbt, ist ein von Gott Verfluchter. Das könnte, es wird nicht explizit ausgeführt, aber ich führe den Text jetzt mal so deutungsmäßig weiter, ihn im Prinzip in eine ähnliche Situation wie Jesus bringen, der auch am Holze hängen sterben wird, ein paar Verse später, was dann diese Szene in Weselei auf dem Kapitel nochmal in eine deutliche Konnotation bringt, was aber deine Fluchthese quasi nochmal verstärken würde. Ne? Der kann sich natürlich an einem Holzbalken, nicht an Holzbalken, an einem Stein aufgehängt haben, aber ist ja unwahrscheinlich. Ne? Also der Text selber spielt hier ein deutliches Reuemotiv an und sogar, wenn man dieses am Holz hängen stirbt nimmt, weil das ja ein frühchristliches Deutemotiv für den Kreuzestod Jesu auch ist, was man aus der Tora dann übernimmt, was dieses Reuemotiv sogar bis in die tiefsten Tiefen des Fluchtodes hineinbringt. Um es nochmal anders zu formulieren, vielleicht damit es deutlicher wird. Judas übernimmt durch seinen selbstgewählten Tod Verantwortung. Genau. Er antwortet auf seine Missetat. Genau. Und auch das wieder, dieser ganze Kontext wird uns jetzt wieder erzählt als etwas, was längst verheißen war und was so passieren musste. Genau. Jetzt lesen wir nämlich weiter. Wir sind immer noch im selben Ort. Wir lesen einfach weiter. Die hohen Priester nahmen nun die Silberstücke, die ja in den Tempel reingeworfen waren, und sagten, man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun, denn es klebt Blut daran. Und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen, als Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb heißt dieser Acker bis heute, haben wir eben schon mal gehört, das Wort, Blutacker. Da kommt er Genau. wieder. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist, sie nahmen die 30 Silberstücke, das ist der Preis, den er den Israeliten wert war, und kauften für das Geld den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Jetzt mal meine Frage an den in Jerusalem wohnenden Theologen. Dieser Blutacker scheint ja zumindest für Lukas und für Matthäus eine enorme Bedeutung gehabt zu haben, dass sie sogar den Namen erwähnen. Es muss ja also irgendwo eine Lokalität gegeben haben. Gibt es eine Idee, wo das gewesen sein könnte?
Nein, nicht, dass ich es wüsste, soweit ich weiß. Der wird nicht mehr verortet. Aber Aber ich finde er sich scheint ja immer. bei Lukas und bei Matthäus, beide Male dieser Begriff, der scheint irgendeine Bedeutung gehabt zu haben. Wir können die nicht mehr Und greifen, aber das scheint noch zu bedeuten. wunderbar, es gibt dann, oh, ich weiß nicht wann, aus dem 2. Jahrhundert gibt es diesen Bischof Papias. Der redet auch noch über Judas und erzählt im 2. Jahrhundert, dass bis zu dem heutigen Tag der Ort, wo er gestorben ist, noch so stinkt von der Verwesung von Judas, dass Menschen, wenn sie vorbeigehen, sich die Nase zuhalten. Und darauf wollte ich hinaus. Es scheint einen Ort gegeben zu haben, der in einer Lokaltradition irgendeine Bedeutung gehabt zu haben scheint, die den Zeitgenossen von Matthäus und Lukas erinnerlich war. Markus ist da nicht dran interessiert. Wir heute haben da keinen Zugriff drauf. Und wenn du jetzt sagst, im 2. Jahrhundert war das auch was. Es gibt also offenkundig eine Tradition, die mit dieser Geschichte in Zusammenhang stand. Interessant ist jetzt, dass Lukas eine andere Antwort auf diese Etiologie findet als Matthäus. Es geht beides mal um diesen Ort. Aber beides Mal gibt es ein unterschiedliches Erklärungsmuster. Aber es scheint irgendetwas mit dieser Geschichte zu tun zu haben. Man weiß nicht genau was, aber man fühlt dieses Ereignis, das für uns heute nicht mehr unmittelbar zugrifflich ist. Aber es ist schön, das ist ein wichtiger Punkt, um mal innezuhalten und zu verstehen, wie unterschiedlich erzählt wird. Und das heißt nicht für uns moderne Menschen, oh, da ist ja ein Widerspruch drin, Nein, sondern es geht um nein. andere Aussagen. Ganz klar, der Kontrast ist ganz deutlich. Bei Lukas hatten wir, er kauft den Acker selbst und stirbt auf dem Acker. Hier kauft Judas den Acker nicht, sondern die Hohepriester kaufen den. Richtig, Aber es ist genau. derselbe Acker, der da passiert wird. Und natürlich der Tod ist ein komplett anderer. Genau. Hier nun aber, und darauf haben wir gezielt am Anfang, ist alles wieder so, wie es sein soll, weil es verheißen ist. Hier werden Zitate aus dem Buch Jeremia mit den Zitaten aus Sacharja zusammengefügt. Bei Sacharja ist das Geld, was auch wieder in den Tempel reingeworfen wird, nicht benutzt werden kann. Und hier wird eben dieser Kauf des Töpferackers, des Blutackers eben sogar als Verheißung aus dem Alten Testament. Genau. Was heißt im Endeffekt, ja, er musste verraten, er musste so sterben Genau. und die Hohepriester mussten diesen Blutacker Und das kaufen. ist ja das Interessante, dass alle vier Evangelisten sich genau da in diesem Punkt letzten Endes übereinstimmen. Es musste so geschehen. Und trotzdem die Rolle des Judas, der so gesehen ja dann ein wichtiges Rädchen im Halsgetriebe gewesen sein muss als solches, aber dann so unterschiedlich bewertet wird. Übrigens, wie sehr man zwei Geschichten aus unterschiedlicher Perspektive, je nachdem, auf welcher Seite man steht, bewerten kann, ist: ein Buchstabe genügt. Ein Buchstabe genügt. Wird Bayernmeister oder Bayer in diesem Jahr? Komm, das Fass machen wir Die jetzt hier nicht einen auf. Wir sagen, haben noch ein komplettes Evangelium vor uns. ja, vor allen Dingen, wir schreiben ja den 9. März, gleich spielt Bayern München in Arsenal und wer weiß, ob die das Triple fertig bringen, in diesem Jahr dreimal nicht einen Titel zu gewinnen. Man weiß es nicht. Man guckt mal, es kommt Mir drauf an, tut auf welcher sowieso Seite. weh, weil ich wünsche ja Bayer, dass sie die Meisterschaft gewinnen, aber das nächste Spiel ist gegen meinen Verein Werder Bremen und Werder Bremen muss auch mal wieder Punkte einfahren, sonst wird es zappendüster. Aber gut, Ja, aber zum es gibt ja noch Johannesevangelium. ein paar Spieltage mehr. Es gibt noch ein paar Spieltage. Und ich bin ja auch so ein halber Bremen-Fan, weil mein Sohn ja in Bremen geboren ist, der stammt aus Bremen und von da ist das Grüne irgendwie auch immer wichtig. Also, wir gucken mal. Wir gucken mal. Mögen die einen Gut, also Meister werden und die geht. anderen nicht absteigen. So. Jetzt haben wir die synoptischen Evangelien sind wir durchgegangen. Markus, Matthäus und Lukas sind wir durchgegangen. Jetzt kommen wir zu diesem besonderen Evangelium Johannes, das ja an vielen Orten immer irgendwie ganz anders ist. Und wo steigen wir da am besten ein? Ich habe mir notiert, jetzt muss ich da mal gucken, im 12. Kapitel, jetzt gucke ich mal, ob das stimmt. Nein, du hast dir bestimmt das sechste Kapitel aufgeschrieben, den Vers 70. Ja, das gucke ich nämlich gerade, weil im 12. Kapitel geht es nämlich, glaube ich, um die. Nee, das ist schon richtig. Im 12. ist das Da geht es die. um die Kasse, ne? Genau, Sechstes lass uns Kapitel. erstmal anfangen. Ich will auf einen Vers abheben, den ich wichtig finde, in Johannes 6, den Vers Aber 70. lass mich vorher einen Satz zum Johannesevangelium sagen, Ja, natürlich. weil das generell wichtig ist. Johannesevangelium ist das jüngste der Evangelien, irgendwo geschrieben zwischen 90 und 100 wahrscheinlich. Es folgt weder in der Chronologie noch in der Dramaturgie den synoptischen Evangelien. Die synoptischen Evangelien, sage ich immer, schildern so etwa ein Jahr im Leben Jesu mit der Passionsgeschichte. Am Höhepunkt in den synoptischen Evangelien ist das letzte Abendmahl ein Pessachmahl. Nach Johannes wirkt er 3 Jahre. Das letzte Abendmahl ist auch kein Pessachmahl. Er stirbt in der Stunde, in der im Tempel die Pessachlämmer geschlachtet werden. Man kriegt Johannes mit den synoptischen Evangelien in der Chronologie nicht harmonisiert. Das geht einfach nicht. Man muss sich also, wenn man da jetzt nach den historischen Wurzeln fragen will, muss man sich entscheiden. Meine Entscheidung ist da eher der synoptischen Linie zu folgen. Und ich betrachte dann das Johannesevangelium, man würde sagen, so als eine Art Midrasch. Midrasch ist eine
Eine Auslegung, nennen wir es eine kreative Auslegung und Genau. Heranziehen von verschiedenen Bibeltexten. Genau. Also wenn man zum Beispiel das letzte Abendmahl nimmt, das, was uns Katholiken ja hochheilig ist, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das hat der Johannes in seinem Evangelium nicht. Er hat dann die Fußwaschenszene. Der Sache nach hat er aber genau das, und da sind wir wieder im sechsten Kapitel, in der großen Brotrede, diese Identifizierung, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der bleibt nicht in mir und ich bleibe nicht in ihm. Also in meinen Augen kennt der Johannes die synoptischen Evangelien und er schreibt jetzt ja eben ein Midrasch, also eine kreative Auslegung. Im Hintergrund des Johannesevangeliums spielt sich aber noch etwas ab, was auch wichtig ist zu verstehen, damit man den Garnäischen Duktus, der oft sehr antijudaistisch daherkommt, verstehen kann. Wir befinden uns im Johannesevangelium Ende des ausgehenden ersten Jahrhunderts an einer wichtigen Schwelle. Heute würde man sagen, im christlich-jüdischen Verhältnis, das damals eigentlich noch gar kein Verhältnis war, weil die Christen sich eigentlich jetzt immer noch auch die Heidenchristen in ihrer Idee als zum Volk Israel zugehörig fanden. Was von den Juden her nicht gutiert wurde und der Streit, die Trennung zwischen Judentum und Christentum steht quasi bevor. Und sie wurde, wenn man so will, ist an einer wechselseitigen Verflechtung entstanden. Das rabbinische Judentum, wie wir es heute kennen, was in dieser Zeit entsteht, weist in dieser Zeit viele Parallelen zu christlichen Stellen auf. Man merkt, da hat es Interdependenzen gegeben. Wie immer das aber eben dann auch ist, wenn man merkt, die einen wollen uns nicht, dann entstehen Parteiungen. Und aus der christlichen Perspektive sind die Juden dann halt die Unverständigen. Klammer auf. Aus der anderen Perspektive wären die Christen die Unverständigen gewesen sein. Dieses Buch ist aber eine Tendenzschrift. Da haben wir halt die christlichen Schriften drin. Daher kommt dieser antijudaistische Ton. Das ist eben so. Wenn du Bayer-Fan bist, kannst du nicht für die Bayern sein. Dann sind das halt, oder wenn du, ich sage mal, wenn man Dortmunder ist, dann findet man Blau nicht die beste Farbe und umgekehrt, ohne dass da direkt irgendwelche ganz tiefgreifenden Feindschaften sind. Wenn ich das enthistorisiere, dann wird es furchtbar und grausam. Das haben wir in der Kirchengeschichte leider, leider, leider bis auf den heutigen Tag erlebt. Im historischen Kontext ist das verständlich, dass man eben da sagt, es ist eine auch intellektuelle Auseinandersetzung um den wahren Weg und man wird halt von der anderen Gruppe nicht empfangen und dann redet man nicht so freundlich über die. Das ist erstmal der historische Hintergrund. In dieser Gemenge, ja, Ganz kurz, bitte, ja, bitte. dazu noch. Ich will noch einen Hinweis machen. Das ist auch wichtig. Das haben wir jetzt bei Matthäus nicht besprochen, aber wir haben über das unschuldige Blut gesprochen. Das ist ja interessant. Judas, der ihn ausliefert, sagt, das ist unschuldiges Blut. Er möchte Reue zeigen. Er möchte Buße zeigen und weist dieses unschuldige Blut von sich. Pontius Pilatus weist das Blut auch von sich. Auf wem lastet dann das Blut nach dem Matthäus-Evangelium? Nach denjenigen, die schreien, kreuzige, kreuzige ihn. Da sein Blut soll über unser Haupt kommen. Wo man dann aber eben auch sagen muss, die Szene, wie sie im Matthäus-Evangelium geschildert wird, betrifft nicht das ganze Volk, sondern vielleicht 3 Dutzend Menschen, die da im Prätorium in diesem Die Hof, Schar. die Schar. Im Matthäus-Evangelium steht eben nicht Laos, da steht Ochlos, eine Meute. Das werden 30, 40 Männekes gewesen sein, mehr nicht. Ja? Von denen auch noch gesagt wird, die werden bestochen gewesen. Aber das ist jetzt mal, also es ist eine kleine Menge Mensch, die da steht und diese Rufe da von sich bringt. Das muss man einfach als historischen Kontext wissen. Und jetzt macht der Johannes etwas, was in diesem Duktus steht. Er ist vielleicht derjenige unter den Evangelisten, der diese Namensparallelität Jude und Judas vielleicht am ehesten im Hinterkopf hat, mit all den Implikationen, die da ist. Nochmal die Betonung, der Name Judas taucht an anderer Stelle in Kontexten mit Jesus in sehr positiver Konnotation auf. Nochmal, Judas Thaddäus, einer der 12, einer der Brüder Jesu, Judas. Wir haben im Neuen Testament einen Judasbrief. Wer immer auch hingeht und sagt, Judas, das ist doch der böse Jude, irrt an dieser Stelle schon, weil einer der neutestamentliche Befund schon dagegen steht. Das muss man vielleicht vorweg zum Johannesevangelium sagen, wenn man da die Nochmal Motivation. ganz kurz, das haben wir vorher nicht ausgefügt. Dieser Judas-Name, das wäre auch wichtig, ist ja nicht nur ein Name, der populär ist in neutestamentlicher Zeit, sondern der ist schon im Alten Testament. Der älteste Sohn Israels ist Judas. Judas der Makkabäer, auch genau das. Und das hängt genau zusammen mit dem, was du eben gesagt hast. Judas kommt von Jehuda, kommt eben von dem Königreich Jehuda. Das davidische Königreich ist ein sozusagen aus einer Region entstandener Name. Aus dem leitete sich dann nachher wirklich, also Jehuda, Jehud, das war in persischer Zeit, und daraus leitet sich unser heutiges Jude ab. Das hängt alles eng zusammen. Man darf aber eben genau nicht den Fehler zu machen, aus dem Namen dann diese Konstruktion zu machen. Das ist der
Jude par excellence, der unseren Genau. großen Messias verraten hat. Genau. Und das muss man, das ist mir wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, weil manche Stereotype, die heute noch selbsternannte Philosophen, bei denen man sich fragt, ob die überhaupt einen Funken Weisheit besitzen, das ist dieser Mensch mit dem prächtigen Namen, den ich meine, da irgendwelche Stereotype pflegt, die ihren Grund in der Geschichte haben, die wir gleich lesen werden, weil dieser Judas Iskariot die Kasse unter sich hat und jetzt eigentlich immer nur ums Geld geht. Man muss es einfach betonen. Wer auch immer sich da ein Urteil bildet, bitte plappern Sie nicht irgendetwas nach, was Sie mal irgendwo gehört haben, sondern schauen Sie, wenn überhaupt, in die Texte, schauen Sie uns beiden zu, lesen Sie www.diverbum. Da wird Ihnen geholfen, wenn es darum geht, so ein bisschen tiefer einzudringen. Mir ist das wichtig, das einfach vor dem Johannesevangelium zu sagen, weil es mir auch jetzt nicht darum geht, den Johannes zu verurteilen. Der hat seine Gründe gehabt, warum er in dieser Situation so schreibt. Wenn Sie im Stadion sind am Samstag, wenn Leverkusen gegen Bremen spielt, dann wird der sehr friedliebende Till Magnus Steiner eine sehr eindeutige Meinung über die Leverkusen haben. Und er wird vielleicht Worte sagen, die er draußen auf der Straße nie sagen würde. Er ist trotzdem ein feiner Kerl, aber im Stadion muss es vielleicht sein. Aber er geht danach trotzdem mit Leverkusen-Fans vielleicht ein Bier trinken. Das nur mal als Hintergrund, warum der Johannes manchmal so schreibt, wie er ist. Und daraus bitte keine allgemeinen Schlüsse ziehen. So, und von dieser Vorrede gehen wir jetzt direkt zum Teufel. Wir gehen nach Johannes 6 und in Vers 70. Da treffen wir wieder mal auf Judas. Jetzt sind wir noch gar nicht bei der Passion und sowas, Nein, sondern nein, wir nein, sind bei nein. der Weit Feststellung. vorher. Weit vorher. Okay? Genau. Ja. Zur Verortung erst in Johannes 13 kommt die Fußwasche und dann kommen die ganzen Ja, Abschiedsreden. Das genau. dauert noch einiges. Wir sind Das dauert also noch. Johannes 6, Genau. Vers 70. Jesus erwiderte: Hab ich nicht euch, die 12, erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn ausliefern, einer der 12. Und ich finde diesen Vers bemerkenswert, weil irgendjemand hat in der Kirchengeschichte mal gefragt, hatte der Messias eine solch schlechte Menschenkenntnis, dass er Judas zu seinem engsten Kreis gezählt hat? Der Satz hier deutet ja an, dass er diese Menschenkenntnis hat und trotzdem würde sich die Frage stellen, warum ruft er in seinen Kreis? Ne? Das ist vielleicht aber auch gerade wieder diese Idee, Jesus ist der Herr des Verfahrens. Ich gebe aber noch einen Hinweis, denn die Frage ist ja, wir sind es ja gewohnt, also ich sag mal, wir packen diese Texte ja mit so spitzen Fingern an, weil das ist das Wort Gottes und das ist hochheilig. Was wir natürlich manchmal nicht vermuten, ist, dass da auch Ironie und Humor spielt. Es könnte, nur als These, nicht, dass ich sage, das ist so. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich über meine Kinder rede, sage ich auch, das sind schon mal kleine Teufel. Und natürlich weiß ich, das sind keine Teufel. Also es könnte ein Schuss Ironie dabei sein, weil dieser Judas Iskariot halt vielleicht auch von einem besonderen Temperament war. Der sagt, aber genau solche Typen brauche ich halt bei uns. Könnte sein. Ist nur eine Theorie, wo ich sage, man muss sich hüten davor, diese Sachen dann zu schnell in einem bestimmten Ton zu reden, weil wir nicht wissen, in welchem Tonfall es gesprochen ist. Es kommt etwas Zweites hinzu. Dieser Jesus von Nazareth scheint eine gewisse Vorliebe gehabt zu haben, seinen Jüngern, ich sag, würde mal sagen, Spitznamen zu geben. Zwei nennt er Boanerges, die Donnersöhne. Einen nennt er Kephas, Petrus, der Fels. Maria Magdala, ob es diesen Ort Magdala historisch so gegeben hat, Flavius Josephus nennt den schon anders. Den Namen ist nicht präsent, wie er den, also der hat so einen griechischen Namen, Terrachia oder so ähnlich. Migdal bedeutet aber Turm. Also ob er damit vielleicht das nicht, ja, diese Frau ist für mich wie ein Turm. Man weiß es nicht. Also es könnte auch einfach sein, dass er hier quasi mit so Typologien spielt. Ich erwähne das nur, um da nicht vorstellen, in so eine Richtung zu kommen. Es erinnert natürlich erstmal auch an die Lukas-Version. Und jetzt lass ganz kurz mal in den Text einsteigen, weil ich habe mir natürlich nur den deutschen Text ausgedruckt, weil ich weiß, ich habe jemanden dabei, der wunderbar Griechisch kann. Wir haben nämlich was Spannendes. In Johannes 6 redet er von Judas als einem Teufel. Genau. Dann nachher werden wir in Johannes 13 lesen, dass es fand ein Mahl statt und den Teufel hatte Judas schon ins Herz gegeben. Da ist auf einmal der Teufel anwesend, aber wir treffen nachher dann in der Übersetzung, der Einheitsübersetzung, weiter nachher nicht den Teufel, sondern den Satan. Und jetzt meine Frage ist, welches Wort steht in Johannes 6, 70, wenn da steht ein Teufel? Ja, ich gucke gerade. Das ist sogar noch bekloppter. Man darf nicht in den griechischen Moment. Text gucken, wenn man die Einheitsübersetzung liest. Ja. Da steht nämlich ein Zahlwort. Heis Diabolos. Da steht nicht nur, da steht kein Artikel, sondern einer, also Heis, einer ist ein Teufel.
Einer ist ein Teufel. Das spricht nicht der Teufel, sondern einer ist ein Teufel. Das könntest du auch, vorhin hattest du ja die Geschichte mit dem Freundchen, ne? Also im Deutschen kennen wir das Wort, das ist ein Teufelskern, das ist eine positive Konnotation. Man weiß es hier wieder. Beziehungsweise, wir sollten vielleicht mal ganz kurz darüber reden, was dieses Diabolos heißt eigentlich. Der Das heißt nämlich Durcheinander. eigentlich nur jemand, der etwas durcheinander Genau, bringt. ein Durcheinanderwerfer. Jeder Würfelbecher ist ein Diabolos, der die Würfel durcheinander wirft. Ne? Und das im Endeffekt, genau, da sind wir beim Hiob-Prolog wieder. Die Aufgabe des Genau. Satans ist, das Leben von Hiob so durcheinander zu bringen, um zu testen, ob die Gottesfurcht hält. Das. Und wie gesagt, hinter diesem Wort ist ein Teufel. Das kann ich natürlich sofort negativ deuten, weil ich mein negatives Vorurteil darüber da eintrage. Und weil ich natürlich weiß, der ist jetzt der Verräter, der hat was Schlechtes getan. Aber es könnte auch einfach sein, es ist wirklich ein Mann von umstürzender Energie, der ist auch zu den unmöglichsten Dingen fähig. Also ich könnte, wenn ich wollte, ich spiele jetzt ein bisschen den Advocatus Diaboli, den Anwalt des Teufels. Wenn ich wollte, könnte ich da sogar drin legen, das ist eine Charakteristik, also die etwas über den Charakter des Judas aussagt. Was mich aber noch mehr interessiert an dieser Stelle hier, weil wir eingangs unserer Diskussion über den Zusatz Iskariot fantasiert haben, wo ich sage, der Mann Oskariot oder der Messermann. Hier gibt es eine ganz andere These, der Sohn des Simon Oskariot. Das ist ein Familienname, der also erstmal gar nicht über die Figur des Judas etwas aussagt, sondern der gehört einfach zur Familie Iskariot. So wie du zur Familie Steiner gehörst. Genau. Ja. Also haben wir erstmal diesen Begriff Teufel nochmal festhalten, der etwas durcheinander bringt. Das Durcheinanderbringen liegt eben darin, dass er nachher ausliefern wird. Aber es ist ein bewusstes, gezieltes, weil wir haben ja mehrfach schon gesagt, bei Johannes einen sehr souveränen Jesus haben, der eben in seinen nächsten Kreis jemanden Genau. reinzieht, der weiß, der ihn ausliefern wird und somit alles, auch unser theologisches Denken, durcheinander Genau. würfeln wird. Und wie wir es bisher schon gesehen haben, selbst die Autoren der Evangelien durcheinander würfelt, weil die Ja. nicht wissen, was die machen sollen mit dieser Judas-Figur. Und er braucht den, ne? Also im Johannesevangelium braucht er den. Und wir warten bis jetzt in den synoptischen Evangelien, bei Markus alles offen, bei Lukas die Fremdbestimmung durch Satan, bei Matthäus die Eigenmotivation und der Johannes liefert im Prinzip noch eine eigene Theorie. Die jetzt Lass damit uns ganz. zusammenhängt mit dem einer ist Teufel, ne? Oder wie ein Teufel oder wie auch immer man das jetzt paraphrasieren wollte, ne? Und da würde ich ganz kurz, wir haben ja schon mehrfach drüber angesprochen, diese Szene mit der Kasse, die er verwaltet, Ja, etc. ja. Lass uns deshalb einmal ganz kurz springen, weil dann sind wir nämlich genau dem, bei was du andeutest, hoffentlich, beziehungsweise wo ich hin will. Wenn wir jetzt bei der Szene sind, wo Jesus wieder mit seinen Jüngern zusammen beim Essen ist. Ja. Da treffen wir auch den Lieblingsjünger wunderbar an der Brust. Das hast du am Anfang Ja. wunderbar dargestellt. Und dann springen wir direkt mal aus Johannes 13, also nach der Fußwaschung, zu dieser Szene, dass der Lieblingsjünger ihn fragt, wer ist es denn, wer dich da ausliefern soll? Also er fragt, Herr, wer ist es? Und Jesus antwortet in Vers 26, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Und dann Jesus, ganz souverän, tauchte das Brot ein, nahm es und gab es wem? Überraschung, Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. So, und jetzt kommt der ganz, ganz spannende Vers für mich. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in diesem Moment in ihn hinein. Sozusagen, als hätte Jesus den Startschuss gegeben mit seiner Handlung. So, Jesus, Satan, das ist es. Er wird mich ausliefern. Tu dein Werk. Im Johannesevangelium liegt die Vermutung am nächsten von den Evangelien, die bis wir jetzt hatten, dass Jesus der eigentliche Initiator ist. Jesus gibt ihm den Auftrag, das wird insinuiert. Es ist immer noch eine Tat, die irgendwie verwerflich ist, weil Satan eine Rolle spielt. Es ist immer noch irgendwie merkwürdig und ambivalent. Aber während wir vorhin im Matthäusevangelium die Eigenmotivation des Judas hatten, aus seiner Sicht das Gute wollend, das Schlechte tuend, wird es hier sehr nahegelegt, Jesus hat sich da einen in seinen Kreis geholt, der in der Lage ist, das Unmögliche zu tun, eben den Teufel. Und jetzt gibt Jesus selbst hier quasi den Status, was du tun musst, das tue bald. Und Jesus beschleunigt ihn noch. Dann geht der Text nämlich Richtig, wunderbar ja. weiter. Jesus sagte zu ihm, jetzt ist offen, worauf bezieht sich das? Auf den Satan oder auf Judas? Auf jeden Fall sagt er dann, was du tun willst, das tue bald. Ja. Also sozusagen, warte nicht. Das ist jetzt der Startschuss. Das ist die entscheidende Stunde. Tu, was du machen musst. Und dann, das einzige Mal, dass in Evangelien erzählt wird, dass Judas wirklich die Gemeinschaft der 12
vom Mahl verlassen hat und auch wunderbar erzählt, er ging sofort hinaus, es war aber Nacht. Er geht in die Finsternis hinaus, um sein Werk zu vollbringen. Ja. Und Jesus sagt ganz kurz, Jesus sagt dann ganz, ganz deutlich, als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Ja. Mit der Nacht, sag mir Gott 15 Vers. Jetzt, ich habe eine Versfindungsstörung heute. Das mit der Nacht ist Vers 30, genau davor. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er Genau. sofort hinaus. Es war aber Nacht. So, und das ist wichtig, weil du Finsternis gesagt hast. Das ist ein Unterschied. Hier steht nix. Und die Nacht ist biblisch gesehen ein Ort, in dem das Handeln Gottes seinen Ausgangspunkt nimmt. Die Nacht ist nichts Negatives. Selbst die Finsternis wäre in dem Sinne nicht zwingend negativ, weil die Finsternis eigentlich der Urzustand der Schöpfung ist. Wenn man ins Ja, ganz kurz, genauer formulieren. Die Nacht ist der Ort, wo auch dem Psalm immer wieder gesprochen wird, wo man Gott ferne erfährt, aber die Gewissheit hat, in dem Moment, wenn es umschaltet, sozusagen mit dem Sonnenaufgang, kommt Gott, der handelt. Die Das Gewissheit, die Nacht endet in dem Sonnenaufgang. und die Nacht ist eigentlich der Ort, wo das Handeln Gottes beginnt. An ganz vielen Stellen in der Bibel. Deswegen ist die Nacht, also es könnte hier auch wieder mal ein verschlüsselter Hinweis auf genau den Topos sein. Der geht jetzt nicht einfach raus in die Dunkelheit, in die Finsternis, ins Schlechte. Biblisch ist die Nacht durchaus immer der Ort, wo das Heil letzten Endes seinen Ausgangspunkt nimmt. In einem Bereich, der uns Menschen nicht zugänglich ist. Es ist eben im Dunkeln, im Geheimnisvollen. Aber bei Tageslicht betrachtet wird das Heil Gottes offenbar werden. Also das könnte eine Motivation sein, weil das hier in diesem, im Griechischen ist es ein, sind es nur drei Worte, ne? Ende nix. Ja, wird im Prinzip auch biblisch gesehen wieder so ein Fass aufgemacht. Eigentlich handelt jetzt Gott. Und das ist das Interessante am Johannesevangelium, ob das der Pilatusprozess ist, ob es der Kreuzweg ist und so weiter. Jesus ist der Initiator. Das ist noch ein neues deutsches Modell. Judas kann eigentlich gar nicht anders, als das wegzumachen. Er wird im Auftrag Jesu fortgeschickt, beziehungsweise der Teufel, der hier wieder am Werk ist, ist ein Handlanger Jesu. Also ist noch ein neues deutsches Muster. Wobei da jetzt in der Deutung, wie gesagt, ich hatte das vorhin gesagt, in der ZDF-Doku wird diese Linie am ehesten gezogen. Da ist es aber weniger, dass Jesus jetzt unbedingt am Kreuz sterben will, sondern Jesus will eigentlich nur in Kontakt mit dem Hohen Rat kommen, um seine Thesen da zu vertreten. Ist die Idee der ZDF-Doku, die so gesehen, wenn man so sagen will, ein Johannes 2.0, eine 2.0-Variante aufmachen. Zum Glück haben wir aber den Johannes vorliegen und können das Original, besprechen. Das Original. Und ich will noch auf zwei Sachen hinweisen. Eine Sache will ich hinweisen und eine Frage will ich dir stellen. Also bereite dich schon mal innerlich vor, dass eine Frage gleich ist. Ja, ich merke schon. Aber erstmal der Hinweis, Prüfungsalarm. Der wichtig ist, in Johannes 18 begegnen wir wieder der Szene in Gethsemane. Hier aber der Unterschied, es gibt keinen Judaskuss. Ja. Und wir haben den souveränen Jesus, der in dem Moment, wo er Judas kommen sieht, selbst auf die Handlanger um ihn herum zugeht. Denn Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Er hat also die Handlung in der Hand. Ja. So, das finde ich einen wichtigen Unterschied. Jetzt kommt ihr aber zu meiner Frage. Dann gehen wir einen Schritt zurück. Johannes 17. Der Jesus, der Souverän. Und dann kommt nämlich in Vers Johannes 17, im Vers 12 folgende Aussage von Jesus in seinen Abschiedsreden. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie, also die Jünger, in deinen Namen. Das ist nicht Abschiedsrede, Entschuldigung. Also Jesus sagte nochmal. Jesus sagte, solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinen Namen. Da redet er zu seinem Vater, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Ja. Da werde jetzt, ich jetzt hört, da könnt ihr jetzt, ich genau. Formuliere mal überspitzt. Hört sich so an wie Mission fast komplett erfüllt, ja. Nur einer ist abgefallen. Ja. Was aber im Widerspruch stünde, dass er ihn tatsächlich wegschickt. Ne? Es macht das Dilemmatöse aus und stellt die Frage im Raum: Was macht dieser Jesus denn dann da? Er schickt ihn weg, das zu vollenden, also quasi wie eine Beauftragung. Jetzt steckt hier dann aber doch wieder so eine Art Verurteilung dann drin.
Der Sohn des Verderbens. Der Sohn des Verderbens, wohin führt das? Da werde ich gleich ganz zum Schluss zu einer interessanten Lösung kommen, die auch in einer neueren Literatur da dargeboten wird, dass auch da einen Plan gibt, der steckt, der hier nicht aus, nicht explizit ausgeführt wird, aber den man sich da vorstellen könnte. Kann es sein, wenn eigentlich alle erlöst, denn wenn der Erlösungswille Gottes erstmal als solches universell ist, dass tatsächlich einer auf diese Weise verloren, gibt es keine Chance mehr dann für ihn? Ist eine offene Frage, die der, also ist eine offene Und Wunde, die die der Spannung ist ja auch wieder sich drinne, reißt. außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Genau. Wie Genau. dieser Hinweis, es war Äquivalenz ist da. notwendig. Es war Genau. notwendig, dass dieser eine Sohn des Verderbens wird. Es scheint fast so, dass der Johannes, der Evangelist seiner Gemeinde gegenüber, da irgendwie eine Rechtfertigung liefern muss, gleichzeitig eine Verurteilung. Da kommt dann so eine Formulierung bei raus, ne, die schon auch bemerkenswert, schillernd, und eigentlich in sich brüchig ist. Ne? Ja, ich habe immer wieder im Hinterkopf diese Theorie. Also mit Theorien im Neuen Testament tue ich mich schwer. Aber die Theorie im Endeffekt, ob Judas gelebt hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber es wirkt alles so, als wäre es eine Figur, die doch rechtfertigen soll, was Paulus eigentlich formuliert hat, als Gott hat seinen eigenen Sohn ausgeliefert und es brauchte irgendwie einen Menschen, der erzählt, diese Brücke liefert. Und dann kam man, genau mit dieser Gestalt, kam man in riesige Probleme rein. Ja, ist er jetzt ein Werkzeug Gottes oder ist er als ein Verdammter? Ist es der Teufel? Wie ist diese Brücke zu erklären? Also ich persönlich glaube schon, dass der Judas Iskariot eine historische Figur ist, die genau deshalb Probleme macht in ihrer schillernden Vielfalt, deren Handeln man irgendwie erklären muss, weil er ja so in nichts passt, was einen gläubigen Christen irgendwie motiviert. Normalerweise muss man doch Jesus nachfolgen und alles ist gut und der hat eben komplett anders gehandelt, ist aber gleichzeitig für das Heilsgeschehen wieder notwendig. Wie gesagt, die anderen Apostel erscheinen auch in merkwürdigen Brechungen zu Zeiten des irdischen Jesus nach seinem Tod, also nach seiner Auferstehung sind die irgendwie wie ausgewechselt. Das Die scheint werden sie irgendwie. alle zu Heiligen auf einmal. Ja, soweit würde ich jetzt auch nicht gehen, wenn man den Petrus sieht, der bleibt in seiner Gebrochenheit ja da durchaus da. Aber wo man merkt, also wo ich sage, es ist eher sogar ein, also ich sage mal, der Kreuzestod ist historisch verifizierbar und das Zeugnis der Auferstehungszeugen ist auch wieder ein historisches Faktum. Die Auferstehung selber ist irgendwie nicht historisch greifbar. Aber dass die so ausgewechselt sind, na, da muss irgendwas Umstürzendes passiert sein, in diesem Leben. Was dann, ja, das ist natürlich kein Beweis, aber ist natürlich ein Indiz. Da muss in dem Leben irgendetwas nach Ostern, was Grundständiges vor sich gegangen sein, was deren Leben so über den Haufen geworfen hat. Und da fällt natürlich diese Figur des Judas Iskariot, der hätte jetzt, wenn der Johannes recht hätte in seiner Diktion, so gesehen glaube ich fast eher, dass der Matthäus da historisch am nächsten dran ist, dann hätte der Judas Iskariot sagen müssen, ich war doch im Auftrag des Herrn unterwegs, wie so ein Blues Brother. Ne? Ich habe doch nur Ganz das kurz gemacht, was er wieder gesagt der hat. Hinweis, Johannes erzählt uns nicht, was mit Judas passiert. Auch wieder Genau. wichtig. Der verschwindet eben auch im Off. Ja? Und er bietet hier jetzt, also er kommt nicht umhin, deine Diktion vorhin mal von der Pastoral zu nehmen, zu sagen, eigentlich ist das nicht gut, Jesus hinzuhängen. Aber der Judas hat noch eine Rolle gehabt, ohne die wäre es auch nicht gegangen. Und da entsteht genau diese Ambivalenz. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, was den Judas für uns so merkwürdig interessant macht. Aber auch irgendwie so mit so einer Lust, mit so einer Art Lustgrusel wir dem begegnen, weil wir irgendwie merken, wir sind dem ähnlicher, als uns lieb ist. Wir wollen auch auf das Gute und tun aber irgendwie das Schlechte. Wir versuchen, also irgendwie ist das ja auch so ein bisschen wie Abraham, ne? Der ja auch Gott manchmal auf die Sprünge, wenn man an die Zeugung des Ismael denkt, er versucht Gott auf die Sprünge zu helfen, aber irgendwie ist es dann auch wieder nicht der richtige Weg. Das ist ja auch so ein roter Faden, der sich durchzieht. Ne? Also ich will jetzt nicht den Judas da irgendwie direkt auf die Abraham-Ebene legen, aber es ist ja ein Topos, den man aus der Bibel durchaus entsprechend kennt. Es gibt aber in dem Zusammenhang kurz nach der Überlieferung und der Auslieferung ja auch noch eine bemerkenswerte Szene, da im Garten Gethsemane, du hast sie gerade angedeutet, wenn Jesus auf die Tempelwächter zugeht, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin es, und dann stürzen die zu Boden. Und jetzt frage ich dich, was hat Jesus da wahrscheinlich gemacht? Denn mir passiert das nicht, wenn die Polizei mich fragt, sind Sie Werner Kleine? Ich bin es, da ist noch nie ein Polizist zu Boden gestürzt. Was wird Jesus da in der Idee des Johannesevangeliums getan haben? Hast du eine Idee? Ein Durchschein wie vom Taborerlebnis, die Herrlichkeit Gottes scheint durch Ja, ihn da durch. wird ja nicht erzählt. Er sagt ja nur, ich bin Aber es. die Lücke lässt sich füllen dadurch. Meine These ist, er hat den Gottesnamen ausgesprochen. Ich bin. Und dann macht das Sinn, dass sie zu Boden Ah. stürzen. Was aber gleichzeitig natürlich auch
Sakrileg ist. Es ist genau das, was natürlich dann zwischen Juden und Christen. Also das würde die Szene, die ja völlig merkwürdig ist. Stell dir vor, du bist von der Polizei angehalten, die fragen, sind Sie Till Mackensteiner? Ich bin es. Da stürzen die zu Boden und beten dich an oder was? Versuch das heute mal, wenn du jetzt irgendwie zu schnell fährst, dass du den Gottesnamen aussprichst. Ja, ja, aber das ist eine schöne was hat er These. gesagt? Warum? Was hat er gesagt? Na, aber es könnte wieder so eine subkutane Geschichte sein, wo natürlich der Johannes auch sagt, ja, in ihm ist Gott gegenwärtig. Es ist so ein Spiel, was die ganzen Ich-Bin-Worte bei Jesus natürlich auch wieder nochmal in einen ganz anderen Kontext rückt. Ne? Ist auch nur eine Hypothese. Auch da habe ich keinen Aber eine schöne Zwischenbeweis für. Hypothese, Ne? schöne Weitererzählung des Ja, Ganzen. genau. Womit wir bei unserem neuen Projekt werden. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Erstmal verbleiben wir bei Judas und stellen fest, dass es unglaublich faszinierend ist, wie viele Perspektiven die Bibel einbringt und wie viele theologische Antworten und Probleme es zugleich aufwirft. Und die Evangelisten, die ja zeitlich viel näher dran sind und die zumindest teilweise von sich ja behaupten, auch Augen- und Ohrenzeugen befragen zu können, haben keine einhellige Antwort darauf. Dieser Mann, ohne diesen Mann ist das Erlösungsgeschehen nicht denkbar, aber das, was er getan hat, ist irgendwie auch merkwürdig. Man weiß es nicht so genau. Ne? Man Und von da kämpft zwischen Gottes Werkzeug und menschlicher Schuld und weiß nicht, wie genau. man es gewichten soll. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass er genau darin, dass wir ihm ähnlicher sind, als uns manchmal lieb ist, weil wir genau in diesem Dilemma auch immer neu stehen. Jeden Tag, wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, aber wir müssen irgendwie tun. Und tun wir immer das Richtige, damit sein Wille geschehe. Also wir changieren ja genau dazwischen und da ist uns dieses Schicksal des Judas irgendwie merkwürdig aktuell oft vielleicht vor Augen. Also deswegen ist das, glaube ich, so eine Figur, an der man sich sehr schnell reibt. Und was ich bemerkenswert finde, durch seinen Selbstmord bei Matthäus wird er als ein bisschen düsteres Vorbild, aber für eine Person, die Buße tut und Reue zeigt. Muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Er wird ein Beispiel für jemand, der versteht, wie schlimm seine Tat war und daraus Konsequenzen zieht. Für euch wird das heißt nicht, dass ich damit den Selbstmord heilig sprechen will. Nein, 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 nein. Aber Judas zeigt Reue und Buße. Ja. Buße, Entschuldigung. Till, wir diskutieren schon 2 Stunden. Das neue Rekord bei uns, oder? Ist neuer Rekord. Wir haben heute einen neuen Rekord aufgestellt, dem Judas zu ehren. Ich möchte aber zum Schluss noch so ein paar Perspektiven deuten. 2 habe ich schon angedeutet. Über Geschmack will ich nicht streiten. Ich fand die RTL-Version der Passion, wie auch die letzte vor 2 Jahren, sagen wir mal gelinde gesagt, merkwürdig. Kann aber verstehen, dass sie manchen gefällt. Am bemerkenswerten fand ich in der Passion die Szene, wo das Volk, in der Pilatus-Prozessszene, das umgebende Volk in Kassel schreibt: Barabbas, kreuzige ihn, Barabbas. Keiner von den Anwesenden ist auf die Idee gekommen und sagt: Lass ihn frei, lass ihn frei. Wäre die Gelegenheit gewesen, es anders zu machen als vor 2000 Jahren, auf die Idee ist keiner gekommen. Fand ich bemerkenswert, wie man sich wieder zum Büttel irgendwelcher Regisseure machen lässt. Die Geschichte hätte dieses Mal wirklich einen anderen Ausgang nehmen können. Das nur mal am Rande erwähnt. Denken Sie mal drüber nach. Was hätten Sie geschrien in dieser Szene? Hätten Sie der Anweisung des Regisseurs gefolgt? Oder hätten Sie eine eigene Meinung gehabt? Man weiß es nicht. Also fand ich bemerkenswert. Ansonsten fand ich die merkwürdig, auch die Rolle des Judas, die da ja irgendwie total merkwürdig im Raum hängt. Die ZDF-Doku vom Karfreitagabend finde ich wirklich sehenswert. Wie gesagt, die schauspielerischen Leistungen kann man Fragezeichen hintermachen. Die vertreten auch eine eigene Szene, dass die dem Johannes durchaus nahe kommt, wo Jesus und Judas gemeinsame Sachen machen, aber da ist das Ziel, Jesus möchte Zugang zum Hohen Rat bekommen und Judas soll quasi der Türöffner sein, der durch diese Überlieferung oder Auslieferung da den Schlüssel findet. Dann gibt es von Amos Oz, jüdischer Schriftsteller, ich glaube auch Literaturnobelpreisträger, meine ich, ne? Amos Oz? Weißt Weiß du ich es? spontan jetzt nicht, Lass nur keine mal so Ahnung. stehen. Also er ist lesenswert ohne Ende, das ist gar Also keine Frage. sowieso hat auch einen Roman geschrieben über Jesus und Judas, aber das hier ist jetzt mal ein Vortrag, den er gehalten hat zu Jesus und Judas, wo er eine ähnliche These vertritt, wo Jesus dem Judas einflüstert, er müsse diesen Weg gehen, damit Gott endlich sein Heilswerk vollenden kann. Ist nicht das, was die ZDF-Doku macht, aber kommt ihr nahe. Jesus ahnt also, er muss am Kreuz sterben. Also im Prinzip aktualisiert Amos Oz so ein bisschen die Johannes-These. Und auch letztendlich auf Johannes aufbauend, gerade in diesem Satz, den du zum Schluss da zitiert hattest, wo dieses ohne ihn, was war das, Johannes 17, glaube ich, ne? Im Schlussgebet, in dem Abschiedsgebet Jesu. Außer dem Sohn des Verderbens. Das meinst Genau, du? ja, genau. Das aktualisieren die Autoren dieses Comics. Der ist im letzten Jahr erst erschienen von Jeff Loveness und Jakub Rebelka. Ich meine, ein Amerikaner und ein Pole. Der eine Zeichner, der andere Sprecher.
Ist wirklich ein grandioses Werk, wie ich finde, mit interessanten Comicbildern, einer Farbgebung. Und die haben, ich, eine interessante These, die in sich völlig absurd ist, aber ich finde, vielleicht ist sie auch gar nicht so absurd, aber die haben eine interessante These. Und zwar entlasten die auch den Judas, der von Jesus an der Nase herumgeführt wird. Jesus verführt ihn zum Verrat, damit er zum Sohn des Verderbens wird und in die Unterwelt hinabfährt, wo Jesus nach christlicher Tradition ja auch war, aber der kommt ja wieder aus der Unterwelt heraus. Und Jesus braucht einen Apostel in der Unterwelt. Also es ist im Prinzip ein Ehrenplatz, der ihn in der Hölle schmoren lässt, aber als Stellvertreter Jesu. Interessante Variante, ein bisschen absurd, ein bisschen skurril, aber eine der vielen Varianten, wie man die Evangelien heute weitererzählen könnte. Da muss man auch noch darauf hinweisen, du bist jetzt in sehr moderner Literatur. Es gibt natürlich auch ein Evangelium des Judas. Auch, Diesen Text auch, von 2006. ja. Gnosis herkommt, wo auf Ja, einmal Jesus. Evangelium ist älter, man hat 2006 gefunden, das muss man sagen, es ist nicht Ja, wo es 2006 veröffentlicht drin. wurde. Nee, man hat es vorher in den 70er Jahren gefunden, Ist 2006 wurde es Nakamadi veröffentlicht. Qumran, wo ist gefunden worden, weißt du das gerade auswendig? Oh, das habe ich auch nicht im Kopf, weiß ich Aber nicht. ist eine Es ist der vielen ich Schriftrollen, glaube, die es ist auf einem Antikmarkt aufgetaucht. oder Es war lange sowas, im privaten Besitz und ja. dann wurde es erst veröffentlicht. Aber gehört zu den vielen Texten, die man jetzt gerade auch Tote Meer und Umgebung und so weiter findet, Das Interessante an dem die ein Evangelium Licht auf ist, Diskurse der frühen Christenheit werfen. Deswegen sind die sehr interessant. genau, das sagt eigentlich mehr aus über die Entstehungszeit als über die Judas-Figur, aber da zum Beispiel ist die Figur Judas ein gesonderter Gesprächspartner von Jesus aus den Aposteln ausgewählt. Die werden keine Freunde. Jesus beschimpft Judas da drin auch ganz schön. Also sowas als, du bist der 13. Dämon. Aber er offenbart ihm eine Wahrheit, die er den anderen Aposteln nicht zugänglich ist. Und da wird auch sehr deutlich, dass sozusagen Judas braucht, um seinen Weg voranzugehen auf einmal in diesem Evangelium. Also es gibt viele Also, deutsche Möglichkeiten, wer dieser Judas absolut. war. Absolut. Also man kann sagen, es bleibt eine schillernde Persönlichkeit. Wie gesagt, bei den Kopten, heilig gesprochen, wird er als Heiliger verehrt, weil ohne ihn dieses, also er hat quasi Schuld auf sich genommen, ähnlich wie Jesus Schuld auf sich genommen hat, nämlich unsere, damit das Erlösungswerk vonstatten gehen kann. Sie merken, wir können heute nicht alle Fragen beantworten. Wir konnten Ihnen nur die vier Evangelien oder mit der Apostelgeschichte versuchen, ein wenig näher zu bringen. Und vielleicht machen Sie sich auf die Spur, selber mal zu gucken, wer ist dieser Judas Iskariot eigentlich für Sie? Sie merken nur, einfach wird es mit dieser Antwort wirklich nicht. Till, ich danke dir für dieses wieder mal mehr interessante Gespräch. Neuer Rekord. Mal gucken, ob wir demnächst eine ganze Nacht durchschaffen. Eine Bibel, Wir machen Bible nämlich mal oder so etwas. 24-Stunden-Sendung. Ja, da weiß ich nicht, ob ich Aber dann da. über irgend so ein ganz absurdes Thema. So 4-2 Stunden Wein im Alten Testament und Ja, oder im genau, Neuen Testament. Sowas. irgendwie sowas. Gab es Friseure oder so etwas Ähnliches, ne? Waren die Nazireer die ersten Hippies? Irgendwie so etwas. Mal gucken. Wenn Sie möchten, Es sind Sie war mir mir eine sehr. Freude, Werner. Ja, mir auch. Wenn Sie möchten, sind Sie hier sehr herzlich wieder willkommen. Und zwar am 4. Juni. Das ist übrigens der Tag, an dem ich meinen Führerschein gemacht habe, stelle ich gerade fest. Am Können wir 4. gerne feiern. Dann 40 Jahre. Wir reden Und über Autos im Alten Testament. nee, aber fast so ähnlich, obwohl es nicht auf mich zutrifft. Geschichten des Scheiterns, die besondere Perspektive des Wortes Gottes auf menschliche Wirklichkeiten. Ich habe meine Fahrprüfung damals aber bestanden, soweit kann ich sagen. Okay, aber das Thema ist super spannend. Ich freue mich schon drauf. Scheitern ist ein Teil unseres Lebens. Es gibt wunderbare Konzepte. In Deutschland trifft man sich für Fuck-Up-Nights, wo einfach nur Geschichten des Scheiterns einander erzählt werden. Und natürlich gibt es auch Geschichten des Scheiterns im Alten und im Neuen Testament en masse. Wir glauben an einen, der gescheitert ist. Am Kreuz ist er nicht ohne, das Kreuz steht man nur als Gescheiterter. Dass die Geschichte da nicht zu Ende war, ist eine andere Frage. Aber da gucken wir dann am 4. Juni genauer drauf. In diesem Sinne, ich hoffe, es war ein erkenntnisreicher Abend für Sie. Kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen ist es mir ein Anliegen, immer wieder darauf hinzuweisen. Shalom al Yisrael, Friede über Israel, Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.